Hallo! Da ist schon meine Torhymne. Geil! Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ihr seid live dabei. Es ist Donnerstagabend. Das ist Gunnar. Ich bin Donny. Und wir spielen heute Pro Evolution Soccer 2018. Das ist heute rausgekommen. Und wir wackeln so ein bisschen hin und her. Während wir moderieren. Und wir haben auch so ganz rote Bäckchen wie ich gerade, weil Fußballspiele sehr anstrengend sind. Ja, heute ist rausgekommen. Der ein oder andere wird wahrscheinlich in den letzten 5 Jahren mitbekommen haben, dass ich sehr großer Fan der Reihe bin von Pro Evolution Soccer. Es gibt auch den einen oder anderen Beitrag, den ich sogar hier gemacht habe, auf RPTV über Pro Evo. Freue mich jetzt endlich mal so ein bisschen mal in Ruhe und auch mit einem angemessenen Gegner auch mal ein bisschen zocken zu können. Ich habe ja einmal neulich als drakonische Strafe, hast du vielleicht mitbekommen, on air nach einem Moin Moin von Andy Strauß, glaube ich, zocken müssen. Ja. Hab sehr, sehr kläglich versagt. Du hattest aber Messi auch im Sturm, ne? Ich hatte, ja, aber es war ein bisschen auch, der Gegner war auch echt gut. Ich hätte wahrscheinlich Probleme gegen ihn gehabt. Ja, du hast dann vorher so ein bisschen angegeben und genau. Gesagt, ja, kein Problem. Dann wollte ich eigentlich so Costa Rica oder sowas nehmen und dann war aber die Zeit abgelaufen. Da hatte ich aber Argentinien und dann habe ich gesagt, ich mache Messi ins Tor. Aber egal, es soll keine Ausrede sein. An dich, auch immer, wer auch immer du bist und vielleicht zuguckst, du hast verdient gewonnen. Ich mache da keine Rechtfertigung. Gut. So, aber heute, Freunde, spielen Gunnar und ich ein paar Partien. Erstmal natürlich ein paar gegeneinander. Gunnar ist schon richtig geil. Der hat schon ein bisschen geübt. Ja, ich habe eben, ich bin ja ein FIFA-Spieler, deswegen habe ich mir eben so ein bisschen das Training angeguckt. Mhm. Es ist aber schon sehr ähnlich von der Steuerung zumindest. Deswegen glaube ich, wäre ich trotzdem nicht ganz so schlecht. Ja, also die Steuerung ist auf jeden Fall ähnlich. Das ist ja bekannt. Das war, glaube ich, schon immer so. Es gibt ja nur Flankenschießen, genau. Pressing und ich so. Muss mich nur umgewöhnen, dass Rennen jetzt auf R1 ist und nicht auf R2. Genau, die ach, ist es bei FIFA, die unteren Tasten irgendwie. Die sind getauscht. Kannst aber auch umstellen, ne, eigentlich, wenn du, wenn du möchtest. Habe ich jetzt schon. Aber vorher wollen wir mal ein bisschen reingucken. Also wir zocken gleich mal eine Partie, aber wir können uns aber schon mal die Oberfläche angucken. Also für die, die Pro Evo spielen, es ist heute rausgekommen. Ich versuche das jetzt so ein ganz klein bisschen New Game Plus mäßig zu machen, um einfach einen kleinen Einblick zu geben. Also die Oberfläche sieht genauso aus wie beim 2017er. Finde ich. Ja, da hat sich nichts groß verändert. Die haben wieder dieses, ja, dieses Flächensystem gemacht. Du hast hier jetzt mit der R1 kannst du dich durchdingsen. Du hast hier Wettbewerbe, das übliche Zeug. Die haben, ich finde, das die sieht immer ein bisschen billig aus, ne, im Gegensatz zu FIFA. Ja, es ist halt so ein Ding, es ist ein bisschen minimalistischer, muss man sagen. Also FIFA finde ich zum Beispiel dahingegen, war ich immer überfordert damit, weil es too much ist. So. Aber ich glaube, man muss generell sagen, die Diskussion FIFA oder Pro Evo, ich persönlich bin müde, sie zu führen, weil im Endeffekt ist einfach, mittlerweile sage ich so, Alter, wer Bock hat, spielt halt, welches Spiel er Bock hat. So, halt, so. Und ich finde einfach das hier besser schon immer und deswegen ist es alles Bessere. Ja, okay, alles klar. Ich will mal ganz kurz was checken, kurz halten, damit wir tauschen gleich nochmal. Ich will nur mal ganz kurz gucken, weil ich selber gerade gar nicht sicher bin. Ich gehe mal in die Champions League rein, ob wir den Bayern München haben. Vorhin wurde nämlich gesagt in der Redaktion, hat Lars gefragt, ob es den Bayern gibt. Eigentlich würde ich jetzt sagen, nein, denn die Lizenzen sind dieses Jahr auch wieder ein Thema bei Pro Evo. Wir haben nicht so viele Lizenzen. Es ist nun mal so. Mich hat es persönlich noch nie wirklich gestört, weil ich einfach. Keine Ahnung, mir macht das nichts aus, wenn jetzt irgendwie Man United dann irgendwie Man Red heißt oder so. Oder heißt die Spiele auch alle anders? Nee, die Spiele heißen nicht anders. So, das ist nämlich das Ding schon lange. Das hat sich schon länger. Nee, das hat sich schon länger geändert. Also die Spielernamen hat man eigentlich fast alle so. Das war früher. Man hat die Ligen halt nicht. Wir haben halt nicht die Bundesliga. Ja, und deswegen fehlen uns da viele Vereine. Aber was mich jetzt mal interessieren wollen würde, vor 2 Jahren war es auf jeden Fall so, da hatte Konami die Lizenz für die Champions League quasi und dann war da auch Bayern dabei. Und aber die könnten doch trotzdem die müssen ja dann hier dann sein. Auch die deutsche Liga, sich deutsche Liga nennen und dann. Nee, guck mal. Bayern nicht dabei. Nicht dabei. Aber ich frage mich jetzt, ob es dann so einen Ersatzverein gibt, der irgendwie. Nee. Ja, das ist ein bisschen. Naja, gut, aber pass auf. Ich mache da kein Geheimnis draus. Das ist einfach nicht geil. Nee. Es ist nicht geil, dass bei Konami nicht alle Lizenzen da sind. Das wissen aber auch die Macher. Und, es gibt immer so Patches. Es gibt Patches, ja. Es gibt auch sehr gute Patches für den PC und für Fans gemacht und so. Ich bin mir nicht sicher, ob das Konami sehr gerne hört. Das sind die Patches, aber die wissen das auch. Ja, also ich glaube, dass es denen auch bewusst, dass es die gibt. Es ist halt auch. Die drücken das ja auch. Genau, man muss auch sagen, es ist auch fucking schwer, gegen FIFA anzukommen. Ich meine, die haben einfach extrem viel Geld und die können sich das einfach kaufen. Also jedes Jahr diese Lizenzpakete, die sind einfach unfassbar teuer. Dafür hat aber meiner Meinung nach Pro Evo immer schon dann die Energie oder das Geld, was sie halt haben, reingesteckt in Innovation und in eine sehr gute Engine. Und diese Engine ist für diese Version generell überholt worden.
hat mir Adam Beddy erzählt, als ich dann auch in Barcelona bei diesem Event war. Ja. Adam Beddy ist der Marketingchef weltweit von Pro Evolution Soccer, sozusagen the face of the face. Ja, der hat erzählt, dass das Spiel immer besser ist als FIFA. Okay. Ja, dann wird es ja nicht stimmen. Okay, Chef von PR behauptet. Was? Vielleicht spielen wir einfach direkt eine Partie. Ich kann mir dann will ich nicht mehr so. Ja, damit du nicht mehr die ganze Zeit hier so einhakst. Wir gucken mal rein. Ich glaube, du hattest diesen Controller, mit dem wolltest du auch noch mit spielen. Ja, weil Simon den schon mal im Mund hat. Dann geh doch mal erstmal noch mal raus ins normale Menü. Also quasi ein paar Mal raus. Und dann spielen wir doch mal ein normales One-on-One. Und dann gucken wir mal, wie es abgeht. Ja, liebe Freunde, also ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen einen kleinen Einblick geben, aber ich glaube, das wird jetzt auch zu lang dauern. Ich glaube, bei New Game Plus wurde es auch neulich ein bisschen besprochen. Wahrscheinlich haben die sich das ein bisschen genauer angeguckt. Wir sind in erster Linie heute einfach da, um zu zocken, euch mitzunehmen, euch zugucken zu lassen, wie wir, beziehungsweise ich halt Gunnar auseinandernehme. Und ja, wahrscheinlich. Aber genau, und wir eventuell aber dann auch zu zweit spielen. Ja, gerne, wenn das geht. Gegen bestimmt. So, ich gehe mal rüber. Für mich ist jetzt ganz wichtig, ich muss jetzt hier mal kurz meine Settings einspeichern. Ach du Scheiße, das dauert jetzt wahrscheinlich. Ne? Nee, das geht eigentlich. So. So ganz normal einfach ein D, ne? So, fertig. Und weil ich spiele nämlich, für mich ist immer wichtig, dass ich die Spielernamen sehe. Das ist so auch ein bisschen so ein Aberglaube-Ding. Ich muss immer den Spielernamen über den Kopf sehen. Passive Stufe. Mhm. Was ist denn da mal die schwächste? Ist es, 3 ist stark und 1 ist schwach, genau. Tödlicher Pass, einfach, Schusstyp, einfach, Orientierungshilfe aus. Brauche ich nicht. Zielhilfe aus, Positionshilfe aus, automatische Finden aus, automatische Geräte auf jeden Fall aus, Mitspielersteuerung. Nee, das machen wir unterstützt natürlich, genau, und dann passt das. Ich spiele Typ 1, das ist auch immer so eine große Glaubensfrage, welchen Typ man spielt. Mit welcher Taste schießt du denn? Mit der linken oder der rechten? Mit Viereck. Ja, ich auch. Ja. Ganz viele Leute spielen ja, machen das genau andersrum. FIFA-mäßig, ja, genau. FIFA war immer Kreis, aber ich habe früher auch PS gespielt. Aber dann, als es scheiße wurde, hab ich auch PS6. Was war dann so PS6? Ja, ja, das ist ja, gilt ja bis heute als einer der. Ich trinke übrigens einen alkoholfreies Weizen, natürlich. Natürlich, ja. Aber die roten Backen sprechen dagegen. Ach ja, aber wie kriege ich denn jetzt zum Beispiel. Es gibt jetzt auch keinen Verein, der. FSV. Doch, reden. Also du hast. Gibt's nein, nicht, du, ne? Also pass auf, du hast schon recht viele, die haben sich ein paar Mannschaften geholt. Es gibt, soweit ich weiß, RB Leipzig, es gibt Schalke, es gibt Dortmund. Ja, nehme ich Dortmund. Komplette Lizenz, geh mal zu weiteren europäischen Mannschaften, da unten, drei runter, da. Und da gibt's Dortmund ist richtig geil, Aubameyang ist sehr, sehr gut. Du hast ja auch eine Gesamtstärke von 415, glaube ich. Ach ja. Dann das ist gut im Vergleich. Guck mal, wo steht das denn? Aber das fragt mich. Da können wir direkt mal einhaken. Geil, jetzt haben wir schon direkt einen Kritikpunkt, den ich auch gerne offen. Also hoffentlich guckt jemand von Konami zu. Warum sehe ich jetzt hier, und das haben sich bestimmt auch viele Spieler gefragt, die sich heute gehofft haben, warum sehe ich denn heute nicht, jetzt in diesem Modus nicht die Zahl der Mannschaft? Wenn ich es sonst mache, wenn ich 1 gegen 1 oder online spiele, ja, man sieht ja, dann gibt es eine Zahl sozusagen. Also Real hat, glaube ich, 333. Das ist so, je niedriger, desto besser ist die Mannschaft. So, und Dortmund hat eine 415, habe ich vorhin gemerkt. Deswegen wollte ich dir gerade zum Vergleich zeigen. Arsenal hat wahrscheinlich so eine 340 oder so. Aber das sehe ich jetzt hier nicht. Was bedeutet denn dieses E jetzt zum Beispiel? Das ist der zweite Punkt, den ich gerne anspringe. Den verstehe ich seit der letzten Version nicht. Und das ist Diskussionsstoff seit keine Ahnung wie viel Spielen mit Julian. Viele Grüße an dieser Stelle, mit dem ich immer sehr viel online spiele. Wir wissen es nicht. Wir glauben, es ist Tagesform. Aber dann bin ich halt eher schlecht, ne? Ja, ist dann schlecht drauf. Und ich glaube, wir haben die Theorie, und vielleicht weiß es ja jemand im Chat, wenn jetzt zum Beispiel Dortmund E hat, dann heißt es, dass die Tagesform, es gibt ja diese Pfeile bei Pro, die sind sehr, sehr wichtig, das weißt das du, weiß ne? Ich. Ist ja viel, also ich glaube, es gibt bei FIFA gar nicht. Nee. Das heißt, ein Pfeil nach unten, den Spieler brauchst du eigentlich gar nicht aufstellen. So. Der ist dann zu müde, der ist dann zu schlecht. Und wenn du E hast, hast du vielleicht viele Spieler, die schlecht drauf sind. Okay, guck mal. Deswegen nehme ich doch einfach Arsenal mit dem A, ich ne? Ich nehme E, egal. Okay. So, ich gehe mal auf Strategie, genau. Dann unterstütze Spieler und Stellung. Aber das finde ich auch mal schwierig bei was für PS. Spiel? Was ist das mit dem komischen Hand, ey? Wieso? Das ist doch geil. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, aber das ist irgendwie ein bisschen billig. Wenn du dich einmal dran aussieht. Wenn du dich dran gewöhnt hast, dann ist das bisschen lieber was anderes. Als hätte ich die mit Paint gemalt. Guck mal, mach doch mal R2, dann sehen wir mal deine Tagesform. Okay, jetzt mal, die sind alle scheiße drauf. Oh ja, also ich glaube, unsere Theorie war richtig. Mit E ist Kacke. Und A ist richtig geil, weil bei mir kann man zum Beispiel sehen, Chaka ist richtig geil drauf, Cola ist richtig gut drauf, eigentlich alle, keiner ist am Arsch, Per Mertesacker ist am Arsch, aber dem spiele ich eh nicht gegen dich, ne? Der alte Per ist doch einer von euch. Ja, ich nehme mal Schöle hier oben rein, oder hier, So, die Zahlen, also für die Leute,
Pulisic. Ich will auch jetzt nicht den Leuten auf die Nerven gehen, ne? Aber ich versuche wenigstens einfach ein bisschen zu erklären. Wenn es too much ist, sagt einfach Bescheid. Aber ich denke mir einfach, viele Leute sind eher FIFA-Spieler und können jetzt nicht so viel anfangen damit. Bei Pro Evo ist es schon immer ein Ding gewesen, ja, komm, dass fertig. Man sich sehr viel Zeit für die Aufstellung nimmt. Ja, ich bin schon fertig. Genau, das ist ein gutes Beispiel gerade, dass du direkt jetzt aufhörst. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist Classic FIFA, was ja, nicht schlecht, dass es schlecht ist, aber Pro Evo-Spieler, die auch gerne Pro Evo spielen, ja, die ein Spiel geht ja 10 Minuten, gut und gerne hast du dann auch 10 Minuten Aufstellungszeit. Weil das mache ich jetzt nicht, aber weil das dann auch, weil du viel machen kannst und es sehr ja, viel klar, auf. Du kannst ja auch jeden Spieler einzeln so. Genau, und es hat auch sehr viel Auswirkungen auf das Spiel. Und vor allem, je länger man eine Version spielt, erfahrungsgemäß, desto mehr weiß man dann auch so seine Aufstellung, findet man so seine eigene Aufstellung, die dann immer besser funktioniert. Aber ich mache es jetzt einfach auch der Einfachheit halber für dieses Spiel nur Auswechslungen. So, pass auf, Welker kommt natürlich rein auf die echte Seite, weil er sehr schnell ist. Das ist eh eine geile Mannschaft, fällt mir gerade wieder auf Arsenal. Guck dir mal an, Alter. Die sind richtig gut. Ja. Guck mal, Sanchez ist noch. Sanchez, ist der nicht gewechselt? Alexis Sanchez, ja. Das ist, glaube ich, noch nicht geupdatet, oder? Ich glaube, Alexis Sanchez ist doch gewechselt hier zu. Ist doch zu Bayern gegangen, oder? Nee, das war James. Ja. James ist zu Bayern. Ja, von Real, ja. Ja. Sanchez, glaube ich, auch gewechselt. Das war auf jeden Fall lange im Gespräch. Guck mal, Kolasinac war doch bei Schalke. Der ist jetzt hier. Gunnar, ja. Das mache ich nicht erzählen. Das ist mir zu so, Kolasinac, stimmt mal rein. Laka, Giroud mache ich lieber rein, der ist ein bisschen geiler. Ja, kannst du ja auf den Chat mal gucken. Wir sehen euch übrigens, wir haben euch über den. Ja, ja, ich habe schon gesehen hier. Was jetzt Gunnar da, holt mal Nils ran. Die Geschichten habe ich da schon gelesen. Ja, ja, ich. Ja, ich habe ja damals auch vor ein paar Monaten diesen FIFA-Cup ja auch dann unerwartet ja, gewonnen. Ne? Muss da man war ich sagen. Aber auch schlecht drauf. Muss man sagen. So, egal, das passt schon alles so. Normalerweise, wie gesagt, würde ich das nicht machen, da würde ich mir jetzt mehr Zeit geben. Noch aber mehr Zeit? Ja, und dann ein bisschen umschieben und ein bisschen hier vor allem ist auch wichtig, ich mache hier zur Anfassiv-Anweisung, ist wichtig, dass ich hier zum Beispiel auf Konter gehe, dass ich einen langen Pass einstelle. Alter, okay. Ja, Sanchez nicht wechseln, stimmt, Stellungs- ja. Das, ja, das kennen halt FIFA-Spieler nicht, ja, dass man tatsächlich taktisch agieren kann bei diesem Spiel, Gunnar. Ja, werden wir gucken. So, defensiv mal mit frühes Pressing und das letzte Mal noch hier, ich mache die Abwehrreihe ja, gerne wir können, tief. Müssen aber wirklich schon die Werbung geben, ja, bevor wir das erste Spiel starten. Aber das ist ein guter Cliffhanger. Ja. Ein guter Cliffhanger. Gut. Ich habe mir schon gedacht, dass es jetzt ein bisschen vielleicht langweilig werden könnte für halt Leute, die halt nicht proben. Aber müsst ihr jetzt durch. Das gehört halt dazu. Pro Evo ist viel Taktik, es ist viel Einstellen und normalerweise würde man jetzt noch viel länger hier sitzen und dann wahrscheinlich den Özil noch auf rechts ziehen und dann den Ramsey ein bisschen raus, ja, aber machen wir jetzt nicht. Wir gehen also gleich nach der Werbung, liebe Freunde. Da geht's ins Eingemachte. Ja. Und das Geile ist ja, dieses ganze Vorgeplänker, dieses ganze Gelaber von mir, was du schon gar nicht mehr hören kannst, ja? Das macht dich immer heißer gerade. Das macht dich geiler auf das Spiel. Du willst aufs Feld drauf. Auf jeden Fall, du ja, brennst. Ich freu mich auf das Spiel. Er brennt. Ich brenne. Ihr brennt. Meine Haut brennt offensichtlich, weil ich sehr rote Backen habe aus irgendeinem Grund. Und gleich nach der Werbung geht's los. Gunnar versus Donny. Das große erste Spiel. Arsenal. Macht mir auch geile Wetten. Gegen Borussia. Die Wettbüros sind eröffnet. Bis gleich. Okay, Freunde, es geht gleich los. Übrigens kam jetzt gerade davor ein Teaser, wo jetzt wir ja auf jeden Fall definitiv wissen, ich habe den Controller, den Simon im Mund hatte. Vielen Dank dafür. Genau, deswegen habe ich diesen Controller. Ja, jetzt geht's gleich los. Gerade fiel mir noch ein, ja, wer kennt das nicht? FIFA und Pro Evo sind natürlich Spiele, wo sich die Laune sehr schnell kippen kann. Deswegen haben wir jetzt noch gute Laune. Ja, und ich würde sagen, alles, was jetzt gleich passiert, Gunnar, bleibt hier. Wir sind Freunde, ja, ich mag dich total gerne. Das wird alles gut. Aber ich kann, ich muss sagen, ey, ich habe echt schon im Privatleben so, manche Freundschaften haben echt, das sage ich jetzt nicht, die haben nicht, ich bin auch schon, das meine ich ernsthaft, echt drunter gelitten. Ne? Ich habe auch schon öfter, bin ich bei meinem Kumpel abgehauen, ohne Tschüss zu sagen. Genau, habe ich auch schon gemacht. Ja, ich hab, ne? Das Krasseste ist, lieber Costa an dieser Stelle, falls du zuguckst oder das im Nachhinein guckst, er hat mir mal meinen Finger angestaucht. Weil ich sehr sauer darüber war, weil er so lame gespielt hat. Immer mit Real gespielt, immer nur die Flanke runtergelaufen, immer dann eine Flanke geschlagen, Kopfball, Tor. Mich mega genervt, null Stil gehabt fürs Spiel. Ich irgendwie 3-0 hinten verloren, bin zu ihm gegangen, hab so gemeint, Alter, das ist so fucking lame, wie du spielst. Du spielst so scheiße lame. Und er nimmt meinen Finger und knickt ihn so ab. Ja, ist ein Arschloch. Und dann hat es richtig. Ja, ein Arschloch, genau. So, und das passiert uns heute aber nicht. Keine Gewalt. Nein, nein. Okay, los geht's, wir gehen rein. Alter, Gonzalo Castro ist ja richtig schlecht drauf. Einmal müssen wir raus, bloß jetzt nicht rausgehen, weil sonst müssen wir einfach jetzt auf Anstoß gehen. Gehen wir aber kurz aufs Stadion nochmal. Ja, Stadion spielen wir bei mir. Ja, weil wir abends spielen wollen. Einfach nur die Tageszeit auf Nacht machen. Weil sonst, abends? Ja, weil das sonst Tag, dann hast du so, dann hast du irgendwie hier so Wolken auf dem Feld. Also klar, das zweite von oben machst du einfach auf Nacht. Tageszeit.
Genau. Ja, das Jahreszeitziger. Willst du noch Castor austauschen oder was? Dann mach doch lieber schnell. Ja, Strategie. Hätte ich mal in der Pause machen können, ne? Ja, sorry. Mal nochmal hier aufstellen und mach. So, Castro. R2, dann kannst du sehen, wie die drauf sind. Das kann ich gar nicht mehr drücken. Doch, zweimal nochmal. Genau. Aber ist er denn wirklich schlecht drauf, Castro? Ja, super schlecht. Achso, ja, stimmt. Ja, dann mach doch da den. Du hast Reus auf der Bank übrigens, ne? Gero. Würde ich dir nicht empfehlen. Oh, Reus auf der Bank, Reus, ja. Reus ist ziemlich gut. Dann mache ich doch Reus, aber auf die Position von André Schürrle. Ja. Und tausche noch Schürrle mit Götze, weil Schürrle ja besser ist. Schürrle ist ja eigentlich Freund des Hauses, kann man sagen. Ja. Auch einmal Gast gewesen, Bundesliga. Kann man sagen, Kumpel von mir. Ja. Hast du seine Nummer? Nee. Aber hast du die Nummer von, hast die Nummer von Kruse? Nee, auch nicht. Schickt dir der manchmal so Videos vielleicht? Ich habe tatsächlich von Max Hummels, hätte ich schon gesagt, Max Hummels, den PSN-Account bekommen. Ach, echt? Damit ich mal gegen eine FIFA spielen. Ach, cool. Beim Interview. Aber habe ich mich nie getraut. Von dem, habe ich von irgendeinem Fußballer oder so eine Nummer? Ja, Thomas Hitzitzberger habe ich die Nummer. Hallo und herzlich willkommen aus diesem schwarz-gelben Tempel. Ich muss ja okay, das ist natürlich auch geil. Guck mal, muss man sagen, die haben die kompletten Rechte für Dortmund. Das Stadion ist richtig geil geworden. Das haben die auch extra vermessen. Das weiß ich. Grafik ist auch richtig gut. Die gelbe Wand, da freut sich der Timo Bornheim, wenn er zu Hause guckt. Wahrscheinlich guckt er jetzt auch. Wahrscheinlich, ja, ja. So, die Stiris sind wie immer weird einfach. Check mit seinem Helm, Klassiker. Gibt's Videobeweise auch? Nee, ne? Ja, aber guck mal hier, die Steadicam ist auch am Start. Das, das gucken wir jetzt einmal jetzt an, damit wir die Grafik. Irgendwie weiß ich nicht. Grafikmusik. Was ist mir einfach immer egal. Ja, mir doch auch, aber jetzt beim ersten Mal gucken wir einmal mal drüber, mal gucken, wie die Grafik ist. Guck mal, ist doch geil hier. Sieht schön aus, ja. Ja. Die gibt's doch gar nicht. Das hier, Pott, gibt's doch gar nicht. Hör mal, Pott. Hör mal, was ist das hier? Guck mal, der Reus, der Schürrle, gut Kick. Oder Mesut. Alles klar, let's go. So, ich wünsche dir ein gutes Spiel, Gunnar. Dankeschön. Wir gucken mal. Ja, Gigi, du willst da nicht angreifen, oder? Okay. Mario Götze. Wie komme ich da entgegen? Kann man immer noch nicht, ne? Manuel halt wahrscheinlich. Oh, fuck. Hier ist Giroud. Oh, ein Zirkopäschen. Ein Zirkopäschen. Ach so, oh, ich habe wieder... okay, vertauscht. Ja. Alles gut, alles gut. Der kommt weit nach vorn. Oh, warum landet... Oh, ja. Hey. Das ist natürlich gelb. Sie holen sich schon echt früh die erste Karte ab. Das war nicht wirklich so gewollt. Ich wollte eigentlich auf den, ich wollte einen Ball. Ja, ach was. Okay, jetzt mache ich Kopfball. Tor. Stark angesetzt zum Kopfball. Ein Glück in der Situation. Hallo. Das war der erste Torschuss. Okay, jetzt gucken wir mal. Dass weitere Folgen werden. Mustafi. Oh, wow, okay. Was machst du denn? Voll verrafft. Und wieder. Welbeck. Physisch enorm präsent. Giroud. Mesut Özil. Sucht seinen Mitspieler. Mit Özil aber auch nicht nach hinten arbeiten, ne? Weißt du? Oh, scheiße, ey, was habe ich denn da am Anfang gemacht? Das war mega verrafft. Schürrle. Reus versucht den Pass da durch die Scheich. Aubameyang steht im Abfall. Oh, vor Ober habe ich ein bisschen Schiss, ey, der ist mega schnell. Typischer Mustafi Pass. Tatsächlich die wenigen Zentimeter im Abseits. Okay, ich bin im Tunnel jetzt. Das war am Anfang, wir haben mega verrafft. Was habe ich da gemacht? Oh. Ich hab wieder so einen Scheiß gemacht. Mustafi. Ich bin ein bisschen nervös, ey. Mund zu voll genommen. Es ist ja auch ein Fußballspiel. Ne? Wenn man so ein bisschen Ahnung von Fußball hat, dann oder von Laufwegen und sowas, dann. Ja, das ist auf jeden Fall bei Puebo richtig, richtig doll. Auf jeden Fall. Das sind meistens ja auch die Leute, die wirklich Fußball spielen, selber spielen, sind immer besser in Puebo als jetzt jemand, der keine Fußballerfahrung hat. Walcott. Guter Lauf. Rechts außen. Ob dabei was Zählbares rauskommt? Schmelzer mit dem großen C gerade so weggefischt. Versucht die Gasse zu finden. Ah, damit. Walcott hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Also stehst du auch ganz gut, ey. Richtige, aber die Ausführung war schlecht, so darf er diesen Pass natürlich nicht spielen.
aber ich ganz drüber machen. Oh, das ist ja heiß, ey. Ja, man kann natürlich auch nicht so viel reden jetzt, weil man keinen Fehler machen will, ne? Bin mal gespannt. Ja, ich bin jetzt mal still. Ja. Ich will jetzt einfach erstmal gewinnen hier. Sie waren doch in der Überzahl, aber sie haben es nicht. Ja, pass ich doch nicht hin, wenn du da stehst. Was tut denn, ey? Mario Götze. Es könnte auch eine gelbe Karte geben. Nein, nein. Oh, Leute. Ey, der fucking Ober, der ist so gut. Schmelzer. Bitte, lol. Aubameyang. Ah. Mir schaut auch Üschel. Große Augen. Sieht alles. Ich bin ja großer Özil-Fan, außer wenn du nicht nach hinten arbeitest. Özil ist der Hammer. Sehr filigraner und feiner Fußballer. Ja, wenn er will, ne? Wenn es gut läuft, sag ich mal so. Ja. Oft ja. Man hat mich auf, hat man ja Spekulatius nennt man das. Gibt's an Weihnachten, aber auch bei mir im Spiel. Spekulatius? Ja, wenn ich spekuliere. So. Okay, na ja, gut. Nie gehört. Ich tue manchmal so ein bisschen schwäbisch werden, wenn ich ja, ist, ist so ein bisschen. Yogi habe ich schon. Boah, fucking. Foul. Pulisic ja. Macht dir was? Abseits. Nein, das war faul. Ich habe nicht mal gepasst. Ja, aber da müsste er Elber geben. Wo war denn der? Ah, okay, da vorne. Pulisic sieht ein bisschen aus wie der eine, der bei Big Brother dabei war, hier Dschungelkönig geworden ist. Johnny, Joey Heindle, oder was? Joey Heindle, muss ja. Muss mal gucken, ich finde, die sehen sich ein bisschen ähnlich. Na ja, gut, mach ich das. Ne, mit Reus schieße ich mal. Weil ich schieße nicht hier aus einer Position mit links. Wie kann man die Kamera ein? Ah, Chaka geht da mit rein, der macht hier die Lücke zu. Guck mal hier, der macht die Mauer breiter. Chaka auch, schau mal wichtig, ein kleiner Proll, aber macht die Mauer breiter. Oh. Nee, nee, nee. Okay, Chaka hat gar nichts gebracht. Ist einfach original, nur schlechter gemacht. Nee, ja. Aber nicht schlecht. Schön gesprungen. Aber es sieht gut aus, finde ich, die Freistöße. Besser als bei FIFA. Guck mal hier, der Spray ist noch auf dem Boden. Siehst du hier hinten? Ja. Das ist doch geil. Ein kleines, geiles Detail. Das gibt's bei FIFA auch. Ja, aber haben die Lizenzen dann auch, ist die Frage. Komm, Spray. Offiziellen. Oh. Es gibt tatsächlich auch manchmal so eine Torlinientechnik. Richtig dumm. Funktioniert die da wenigstens? Wenn es knapp ist. Anders als in der Bundesliga? Schön abgelaufen, Sanchez. Wunderbar. Und jetzt spielt der Ball. Lass den Ball laufen, Nösi. Lass den Ball laufen, richtig. Kann er da abgeben, doch, Depp. Haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Spekulatius. Alter! Spekulatius gibt's auf dem Feld. Oder machst du schnell, oder was? Ungewollt schnell? Ja, schade. Hätte ich abgefangen. Ja, langsam muss er auch mal rot kriegen. Da. Einer von rot. Übertreib halt. Spitze nach außen, ne? Hab ich ja, gesehen, klar. Hab abgefangen. Jetzt machen wir mal ein bisschen Ruhe rein. Ordnung, Ruhe. Ja, komm, Mustafi kann ja. Ja, du machst halt mega Pressing, das ist halt auch nervig. Ja, in Dortmund, ne? Weißt du schon. Abschirmen, wichtig. So. Wie geht das hier bei dem Spiel? Ja, einfach mit dem Rücken zum Ball stehen. Oh, scheiße. Also machst du das dann nicht? Oh, dammit! Nein! Ja, mach den fucking Jubel weg. Schön. Nur weil ich den abstimmen wollte. Ich hoffe, wir haben viele Leute auf mich getippt. Aber ist ja noch nicht vorbei. Man muss natürlich. Seid. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0. Ach komm, es ist ein Mongo-Schuss. Darf man sowas sagen? Oh, jetzt wird's wieder, gibt die Diskussion wieder. Lass mich in Ruhe. Ich freue mich auch richtig auf das. Mann, ey, du stehst scheiße gut, ey. Dieses fucking Pressing nervt mich. Ich habe auch keinen Freiraum. Ich muss das umstellen. Stell mal was um. Mach, bestätigen. Achso, Entschuldigung. Mach Strategie. Ja, Strategie. Ist gut, dass ich der erste Player bin, ne? Das Auswählen da. Das wird ja ein Spaß, wenn ich mal irgendwas nicht schnell genug drücke hier gleich. So, ich guck mal die Standardtaktik noch mal an. Auch bei mir lief's ja ganz gut. So.
Bear with me. Willst du dich vielleicht bei Corporal Chaos irgendwie entschuldigen, weil der hat eigentlich auf dich gesetzt. Halt's Maul. So, warte mal, ich bin jetzt gerade durcheinander. Also, Walker auf rechts, Wellbeck auf links, Giroud in der Mitte, Sanchez und Özil, Xhaka, defensives Mittelfeld eigentlich nicht so geil, aber der ist gut drauf. Oder mache ich den hier lieber, mache ich den Sanchez lieber auf außen und den Wellbeck raus, Xhaka dahin. Bis zur Werbung sind noch 18 Minuten. Coquelin rein. Okay. Aber der hat nur... So hatten der 80, gut. Alles klar, das passt. Bellerin ist auch gut eigentlich. Warum spiele ich nicht mit dem? Weil Kola hat schon gelb. Nee, ich habe das Gefühl, der haut... ich habe das Gefühl, der fliegt noch. Der habe ich auch das Gefühl. Okay, ja, da muss ich jetzt durch. Ramsey hat irgendwie auch nur eine 72. Warum spiele ich mit fucking... Ach so, weil ich ja vorhin Dreierkette hatte. Egal, das muss jetzt reichen. Das passt so. Okay. Xhaka, Sanchez, Walcott. Granit. Okay. Das wird ein ganz anderes Spiel, mein Freund. Das wird ein ganz anderes Spiel. Gehst du auf zweite Hälfte in die Mitte? Okay, ja. Ein ganz anderes Spiel jetzt hier. Gut, ich bin gespannt. Ganz anders. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Sie wären ganz schlecht beraten, sich zu sagen, wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist auch gar nicht Ihr Spiel. Sie müssen weiter attackieren. Das ist nicht mein Spiel. Was machst du jetzt hier? Du machst fucking so ein Zeitspiel jetzt, oder was? Was? Kein Zeitspiel. Abstimmen ist doch kein Zeitspiel. Ich wollte meine Tasten checken. Ich kenne doch nicht alle. Ich habe noch nie R2 gedrückt. Da ist es. Ja! Sanchez! Scheiße. Ganz anderes Spiel. Ganz anderes Spiel. Die Fassade fällt. Was hast du denn jetzt gemacht? Nichts, du hast Pause gedrückt, glaube ich. Ich bin fertig. Alle wieder bitte in die Startblöcke. Guck dir doch jetzt nochmal deine Kreaturen so aus. Oh, da ist aber Platz hier. Eieiei, ist da Platz. Giroud ist eiskalt. Lupfer. Ja, lecker. Oh. Er will lupfen, aber das klappt so nicht. Wäre so lecker gewesen. Ja, wenn es lecker, wenn's lecker ist, wenn es geil schmeckt. Wenn es lecker. Ist jetzt 1-1, ne? Ja, aber schmeckt mir gerade gut. Appetit anregen. Oh. Ja, hallo Schiri, mega aus. Pulisic. Lukas Piszczek. Oh. Alexis Sanchez. Der ui, Zauberball. Atra. Er ist da, wenn sie ihn. Ach Mann. Hier ist Giroud. Oh. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Der Ball kommt in die Mitte. Ich ist in der Luft. Der kann oh, ich komm rein gerade. Du merkst es. Ja, ich komm rein, Alter. Ich komm rein. Bisschen ruhiger wieder rangehen an die Sache. Ich darf halt nicht. Halt die Grafik ist auch neu, die jetzt da so Laufweg, gelaufene Distanz und Pässe und so steht jetzt da. Finde ich ganz interessant. So, danke Thomas. Ganz wichtiger Ball gewinnt, ganz wichtig. Sucht seinen Mitspieler. Uneigennützig macht er den rüber. Ich auch zum Torwart. Oh, aber den muss doch der fucking Walcott machen, ey. Huiuiui, hast du gut abgebaut, ne? Also hast du gut umgebaut hier deine Mannschaft. Oh, der dreckige Walcott. Ja, es ist auch wieder einfach ein gutes Beispiel. Es macht super viel aus bei dem Spiel, wie die Aufstellung halt ist und so. Ich glaube, es war auch nicht so klug, eine Dreierkette zu spielen gegen eine Mannschaft, die halt sehr viel Pressing macht. Das gibt Einwurf. Ah, jetzt muss ich natürlich kommen. Die Leute nicht enttäuschen. Jetzt wird schießt. Nein! Dummer Pass. All-in-Grätsche. Nochmal eine. Ja, stark. Ball gespielt. Wunderschön. Weg damit, Cech. Auch mit dem Helm. Ich liebe seinen Helm. Der braucht den ja vor allem gar nicht mehr, ne? Das ist jetzt nur noch so
Das ist jetzt Marketing. Image, Marketing halt. Kann man die ja nicht kaufen oder was? Als ist das ein Merchandiser-Team? Glaubst du, es gibt Tschech-Fans, die mit dem Helm rumlaufen? Ich war früher auf einen Torhüter-Fan auch. Echt? An die Köpke war ich riesen Fan. Ich fand nur den einen geil, diesen mexikanischen, der mit den Hacken, gehalten hat immer. Oder war das Chile? Kolumbianer, ne? Genau. Ich sehe jetzt schon im Forum so, Mexikaner? Ja, Chile, Kolumbianer. Ja, genau, meine ich. Den Chiler Werb, dachte ich mal. Zuerst, der die Freischüsse mal geschossen hat. Ja, es gab doch diesen einen, der mit den Hacken... Oh, das war schlecht. Ah, oh, nein, nicht Depp. Schön, dass du es mir auch vorher sagst, damit ich mich noch mal darauf vorbereiten kann. Warum brauchen die so lange zum Reagieren? Das gefällt mir nicht. Was machst du da immer mit dem manuellen Pass, oder was? Ich weiß nicht, mache ich nicht eine Absicht. Kraut und Leben verteidige ich gerade, wirklich. Ordnung, Leute. Ruhe reinbringen. Das ist wirklich nicht so, als würde ich alle Tasten kennen. Ne? Sag ich nochmal hier. Ich verteidige. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. So viele Tasten gibt's ja nicht. Aubameyang. Coquelin. Granitschaka. Nix. Ach, den hatte ich doch. Oh nein, ich Depp. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams. Dumm bin ich. Also oh ja, okay, schieß von da, du Depp. Jürki. Bisschen, hast du echt viele Freunde, die Pro-Evo spielen? Ja, die meisten eigentlich. Echt? Wie kommt das? Weiß ich nicht, wir haben irgendwann angefangen in so einer WG das mega aufzubauen, so einen krassen Ehrgeiz und so einen Wettbewerb, dass wir irgendwie teilweise dann echt so Nächte durchgezockt haben und es mega wichtig war, wirklich, wer gerade der Beste ist. Ja, natürlich, das haben wir auch gemacht, aber dann, irgendwann ist man auch umgestiegen auf oh, wunderschön. FIFA normalerweise. Nee, wir sind alle dabei Leute, geblieben. Ich kenne. Nee, wir sind dabei geblieben. Ich fand es vor allem auch cool, dass es dieses Community-Ding gab, dass man, dass er sich gemerkt hat, wer wie viele Siege hatte. Es war halt unfassbar wichtig für uns, wer gerade der Erste ist in der Community. Alles andere war scheißegal. Wir sind ja teilweise auch früher von Partys nach Hause gegangen und der eine oder andere hatte sogar Chancen bei Frauen. Einfach nach Hause, weil Pro Evo war wichtiger. Sehr viel Lebenszeit verschwendet bei diesem Spiel. Verschwendet ja nicht, du bist ja nicht richtig verschwendet. Du bist ja eine 1-1. Ab auf die linke Seite. Den mache ich hoch. Geil, das wird jetzt. Ja. Nein! Ich finde es auf jeden Fall behäbiger, auf jeden Fall als die letzte Version. Es ist deutlich langsamer geworden, alles. Ich habe es einmal hier auf dem Sender gespielt, das neue. Es ist viel mehr so körperbetont, man muss viel so. Früher war es neu. Selber steuern. Also quasi manuell steuern. Ach, der sollte auf Ober. Haben wir Verlängerung eingestellt? Hoffentlich. Jetzt gibt es hier keinen Gewinner gleich. Auch doch, warte mal. Ey, das war eine starke Grätsche, Mann. Der Schiri holt ihn zu sich, aber er will ihn wohl nur ein. Es gab immer diesen einen Schiri, diesen Japaner bei dem Sechser. Izumi oder wie hieß der nochmal? Der hat immer einfach bei jedem Faulen eine Rote gegeben. Mario Götze, eben ja schon Assistgeber. Oh, geil. Nein, lass mich doch laufen, du Arsch! Nee, ist vorbei. Ich hatte ihn doch. Die Partie endet unentschieden. Haben wir keine Verlängerung eingestellt? Ein so schlechtes Fußballspiel, aber eben auch eines scheinbar nicht. Ohne Sieger. Oh nein, wir sind so dumm. Kann man wahrscheinlich noch, oder? Ja, sicher, aber jetzt nicht mehr. Nee, jetzt müssen wir ein neues Spiel machen. Nee. Das muss man von vornherein machen. Wirklich? Revanche, nein, wir sind dumm. Das muss man vorher einstellen. Das musst du jetzt denn vorher einstellen? Das ja, das sind wir. Ja, komm, wir machen eine Revanche sofort, oder? Wir machen eine Revanche, ja. Komm, wir reden nicht lange drüber. Ich mach mir hier ein Flens auf hier. Flenschen. Soll ich da auch eins aufmachen? Ja, wenn du aber nicht, du nicht so schäumen vielleicht wie bei deinem, der den ganzen Boden vollkleckert. Ich hab den Boden nicht vollgekleckert. Okay, nein, das hast du aber nicht eingestellt mit Verlängerung. Wir wollen eine Verlängerung haben. Ja, ist ja egal, wir haben doch keine. Mann, nee, ich bin doch jetzt einfach. Ja, okay. Lukas, aber wir haben auch keine Aufstellung gemacht. Das ist Quatsch. Ich lass mich hier einlullen von dir, Gunnar. Bei Pro Evo macht man keine Revanche. Ich will jetzt die Einstellung. Ich habe jetzt doch andere Tagesformen und so. Mal ganz kurz gucken. Ja, das ist nicht FIFA hier, zack, zack, Arcade-Game. Guck, jetzt habe ich wieder die Scheißaufstellung, habe wieder andere Tagesformen, Workout ist schlecht drauf. Deswegen geht man immer in die Strategie rein. Entschuldigung. Mann. Dann stellst du mich hier da als der Nervige wieder. Ich sehe schon die Zuschauer. Oh, der nervige Donny. Nein. Das ist wichtig. Mach hier, doch ruhig. Aufstellung ändern. Wir können es ja für YouTube zusammenschneiden. Ja. So.
muss ich das alles ändern, ey. Ja, das ist ganz interessant tatsächlich, weil das ist wirklich so die Einstellungsunterschied zwischen FIFA-Spielern und Pro Evo-Spielern. So, ja, ich will einfach nur schnell zocken und Pro Evo soll jetzt so, nee, ich will jetzt jede einzelne Position selber bestimmen und dann nachher sagen zu können, ja, hab ich so entschieden, deswegen habe ich gewonnen. Schwein. So, Konterangriff. Langer Pass, ja. Spieler. Das Problem ist, jetzt sind alles Auswechslungen. Das heißt, wenn man vor dem Spiel das macht, dann kann man jetzt. Das nervt mich. Ja, Entschuldigung. Dann mache ich den im defensiven Mittelfeld, den Walker hier oben rauf, hier die Scheiße. Sanchez oben, hier hin. Und dann habe ich jetzt halt hier so einen Stürmer im offensiven Mittelfeld. Oder habe ich da noch so einen geilen? Ramsey ist auch geil im Offensiven, oder? Ja, ist auch geil. Kann der hinten spielen? Ja, ich spiele mit Danny Welbeck auf links, linker Verteidiger. Okay. Nein, ich muss mir hier den Ding reinholen. Obwohl das dumm ist, weil, guck mal, der ist gut drauf. Ich mache den hier auf die Worker-Position. Jetzt habe ich's. Genau, und den will ich eh raus haben. So ist doch geil. Und dann kommt hier der Nacho Monreal rein, heißt der. So. Gut. Ja, es tut mir ja leid. Nein. Ich will euch ja auch nicht auf die Nerven gehen, aber nein, das ist halt wichtig. Ey, ich bin da voll bei dir. Wenn du hast jetzt einfach angefangen und. Ich habe gefragt, ob wir eine Revanche wollen. Du hast auch gesagt, Revanche. Ja, aber okay. Du hast den Einplayer, du hast dann einfach gedrückt. Ja, du hast doch. Ich hab doch gefragt. Du hast gesagt, ja. Weiter geht's. So, ich brauche unbedingt jetzt gleich eine Unterbrechung. Ich wusste nicht, dass hier irgendwie. Mach's alleine, Ösi, du Geiler! Dein komplettes Spiel davon abhängt, dass ich. Ja, schon viel. Es hängt schon viel davon ab. Die Aufstellung. Oh, da wollte ich aber nicht hinpassen. Versucht den Pass da durch die Gasse. Ah ja, was geht? Jetzt machst du Ball weg. Ins rechte lange Eck. Ja, ja. Und der Ball ist über der Linie. Sensationell von Welbeck. Ja, das war dumm. So, jetzt willst du auch noch wechseln, oder? Nee. Nee, komm, nicht bei dem. Das ist zu schlecht gewesen. Das ist schön so. Ja, aber es war ein bisschen durchgedrückt. Ja, den Ball. Aber passt schon. Ich leite dann auch, wenn FIFA rauskommt, hier auch nochmal an. Ja, sehr gerne. Der letzte ist so richtig fertig gemacht. Boah, Pulisic, ey, stark. Joey Heindle. Oh! War nicht schlecht. Marco. Das ist halt auch das Ding, ich weiß noch nicht, wie die Flanken wirken bei Pro Evo. Das ist auch immer ganz spannend zu wissen. Letzte Version war zum Beispiel viel zu effektiv, vor allem vor dem Update. Da konnte man fast immer flanken und der Kopfball ging eigentlich so gut wie immer rein, wenn du einen guten Kopfballspieler hattest. Das war ein bisschen nervig online vor allem. Aber mal gucken, wie es hier ist. Oh, gut durchgesetzt. Welbeck ist stark. Was macht er damit? Ja, scheint auch ganz gut zu klappen. Keine Musik, bitte. Gut. Was mir bei ihm sehr gut gefällt, ist die Ruhe am Ball, selbst unter Druck. Es war ein Treffer der großen Robustheit. Er setzt den Körper perfekt ein. Und obwohl der Gegner nicht so ist, kann er das Tor. Nun hast du viel mehr Freiräume gerade als vorhin. Die pennen dann immer so, das nervt so ein bisschen. Das ist ein bisschen behäbig. Passt doch einfach irgendwo hin gerade. Eigentlich müsste das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren, aber die Betonung. Er schießt! Ecke, oder? Ich glaube, das gibt einen Cornerkick. Kick die Corner. So. Also. Ablegen. Alter, was ist das? Mit dem Ball zu lauf doch! Das ist echt komisch mit dem Behäbigen, das, ne? Dass sie so ein bisschen. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Versuch die Gasse zu finden. Mustafi, du Geiler, komm. Ja, lauf doch! Tricksen ist hier nicht. Nein, ich wollte das ist der Durchstart, der andere Spieler. Drücken, weißt du? Boah, Schmelle mit Foul, Alter. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Ah. Mario. Wenn sie ihn brauchen. Hä? Komisch. Mario Götze. Klares Foulspiel. Nix, Alter, als ob Götze faulen könnte. Gerade er ist mittlerweile wieder echt gut, ne? Götze, ja. Ich finde, der kam echt geil aus der Verletzung zurück. Ja, oder aus dem er hat ihn einfach stehen lassen. Schilddrüsen-Dings hat er gehabt, Schilddrüsenunterfunktion. Ja, er hat Bauchspeicheln. Hast du daraus ein Lied gemacht? Das gibt es. Jetzt könnte was gehen.
physisch das ist von Fanny von Dann. Van Dann. Reus. Hier ist Aubameyang. Da singt ihr zum Beispiel davon, dass er dachte, er hätte sich verliebt, aber dabei war das nur schön drin. Oh, das ist ein Zauberpass hier gerade. Das war hier fast ziemlich geil auf dem Pass. Es geht über die rechte Seite. Ah, dammit. Sucht seinen Mitspieler. Der kommt an. Ah, das war gut gemacht. Du hast mich gut ausge... verladen da. Schöner Move vom Gunnar hier. Das war eine gute Körpersteuerung. Jetzt zieht er noch innen, energisch. Ja, da steht leider... Er müsste aber Ecke geben eigentlich, oder? Dann. Ja. Wie? Gibt's nicht? Doch. Frage ist, gibt es da überhaupt Fehler? Nee. Das haben wir uns seit Jahren fragen wir uns, ob es überhaupt wirklich Fehlentscheidungen gibt bei dem Spiel. Also ob die das mit einprogrammieren. Oh! Dass es auch so ein Abseits geben kann oder sowas, eigentlich gar keins war. Oh, hier ist aber viel Platz. Junge, Junge, Giroud, lauf, du Geiler, lauf, du bist ein Schneller. Ramsey hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Gott, und jetzt zeig ihm, dass du besser bist als Messi. Aber die Ausführung war schlecht, so darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Er sitzt. Ja. 3-0. Es ist ein 3. Ich habe 3, du hast 0. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das nochmal nehmen lassen. Ja, das Spiel war irgendwie anders. Mit dem perfekten Auge für die Situation. Ja, startet genau im richtigen Moment. Der bekommt den perfekten Pass und der macht das Ding rein. Neuer Spielstand. 3-0. Ach komm, mach's schnell. Ungestüm in den Zweikampf gegangen. Rüber, nach rechts. Mesut Özil. Zaubertor. Mesut Özil. Das hätte der vierte Treffer sein. Geil, ich frage mich auch, ob das mit R2 die Schüsse diesmal auch so schwierig ist wie beim letzten Mal. Ja, also es war in der vorletzten Version konnte man mit R2, wenn man mit R2 abgeschlossen hat, also manueller Schuss, war eigentlich fast ein sicheres Tor, 1 gegen 1. In der letzten Version haben sie es quasi schwieriger gemacht, dass das eben nicht mehr so einfach ist. Das gab auch viele Beschwerden dann online, weil gerade halt professionelle Spieler und so halt damit viel machen. Ja, mache ich auch. Mit R2 schießen also sozusagen. Dachte bis eben noch, das wäre R1 auch. Weil es bei FIFA halt ist. Aber also dieses Emanuel so zirkeln, ne? So Innenseite schießen. Ja. Genau, das gibt's hier auch. Und das haben sie halt voll abgeschwächt in der letzten Version. Wie gesagt, da gab es halt viel Ärger, weil die Leute natürlich dachten, ja, das ist. Das war wie bei Pro Evo 6, wenn du das noch kennst, dieses Schießen antäuschen. Kennst du das? Ja, da konntest ja immer den Torwart, konntest du immer mit diesem Tick-Tick und dann konntest du immer so zur Seite. Und dann, ja, genau, dieses Tick-Tick und dann war immer eigentlich was immer vorbei. Ja, habe ich immer gemacht. Ja, also wenn du 1 gegen 1 Torwart warst bei Pro Evo 6, dann war einfach klar, das ist ein Tor. Ja. So. Ja. Und das war halt bei der vorletzten Version. Vorbeilaufen. Genau, war das hier mit dem R2. Also 1 gegen 1 im Tor, wenn du ein bisschen weißt, wie es geht und welche Ecke du ziehst, dann war das immer ein Tor. Das haben sie bei der letzten Version also eben abgeschwächt extrem. Und das kam nicht so gut an bei vielen. Bei mir übrigens auch, weil ich es auch viel mache. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob es bei dieser Version auch wieder so ist. Aber ich konnte noch keine. Ich mach das gleich. Konnte noch keine Daten sammeln. Ich habe die beiden Tore auf jeden Fall mit R2 geschossen, die gingen rein, aber die waren auch freies Tor, so mehr oder weniger. Mal gucken. Oh Gott. Mario Götze gewinnt den Ball für sein Team zurück. Verteidigung ist auch echt noch, da bin ich noch gar nicht drin. Lauf, du geiler Schiru. Gut dazwischen gegangen. Schiru. Genau das auch so dieses Durchsetzen. Ah! Oh, da ist auch Platz hier jetzt. Scheiße, du. Oh, ich hol ihn. Alexis Sanchez. Oh, nochmal Lupfer. Oh, es ist ein Träumchen. Oh, es ist ein Träumchen. Das ist ein der doppelte Lupfer. Für alle Fußballfreunde. Den muss ich mir angucken, sorry. Dieses Spiel ist lange der war echt krass, ey. Muss ich sagen, war ein super Tor. Guck mal hier. Lupf und Lupf. Wie Romiku. Zu seinen besten Zeiten. Oh, das war ein Träumchen. Nice. Ja, wir müssen gleich ein bisschen Werbung machen, aber wir machen noch hier die. Jetzt gibt's richtig schönen Streit. Wir machen das Spiel noch fertig, würde ich sagen. Das dafür so viel Zeit muss sein. Müssen wir jetzt auch nicht. Wir könnten das auch in der Pause zu Ende spielen. Ich komme noch langsam rein auf jeden Fall. Das ist Alexis. Aber Verteidigung ist für mich echt noch ein Rätsel. Also ich finde es echt behäbig, wie die sich bewegen. Wo sind denn die Leute? Ja, wenn wir abbrechen. Man hätte sie jetzt natürlich
Radar habe ich nicht. Spaß an dem generellen Ding von Pro Evo würdest du jetzt natürlich einfach Pause drücken und sozusagen in die Strategie reingehen. Aber ich glaube, das ist halt so, FIFA-Spieler da gar nicht so Bock drauf. Weißt du, was ich meine? Also jetzt quasi die Strategie ändern, dann wird sich das auch wirklich ändern im Spiel. Dann könntest du nochmal rankommen. Weil deine Aufstellung scheint offensichtlich scheiße zu sein. Deine Spieler sind ja immer, ist ja niemand da. Das sehe ich ja selber. Wenn du vorne im Angriff bist, ist immer nur Ober da. Das kannst du natürlich mit der Strategie ändern. Aber ich kenne das schon. Da haben FIFA-Spieler meistens nicht so Bock drauf. Was kein Vorwurf ist, aber es ist halt einfach so Prioritäten. Oh! Ästisch. Aber weißt du ein bisschen, was ich meine? So, ja, finde ich immer ganz interessant, weil das ist so ein bisschen. Sie nutzen den Raum natürlich, ja, stimmt. Er hat ihn einfach stehen lassen. Losten. Ramsey. Oh, krass gehalten. Shit. Ach, Mann. Gut, aber die Kamera macht viel aus, ne? Ich glaube, normalerweise bei einem 4-0 wäre ich. Glaubt man mir jetzt vielleicht nicht, werde ich auf keinen Fall so viel Trash-Talken und so rumlabern, weil ich genau weiß, dass wenn ich da mal hinten bin, mich das mega nervt immer. Ich finde ja eher sogar besser fast dieses stille Führung gehen, nervt mich teilweise noch mehr, wenn der andere einfach dann auch noch so gönnerhaft sagt, oh ja, hey, hast echt gut gespielt und so. Da bin ich fast noch genervter als jemand, der einfach offensichtlich sagt, okay, ich war der Geilere, bla bla. Ja, wenn ich, wenn es jetzt FIFA wäre, wäre ich total sauer. Ah, scheiße, finde ich. Aber weißt du, ja. Ach so, du schiebst es jetzt nur darauf, oder was? Nein, ich schiebe es nicht nur darauf. Haben wir FIFA da? Nein, ich schiebe es nicht nur darauf. Das fände ich aber echt lustig, wenn wir heute noch ein einziges Spiel FIFA machen. Die CD haben wir irgendwo bestimmt da, oder? Das neue. Das neue gibt es noch nicht. Ach so. Ja. Kommt das erst später raus? Aber dann das aktuelle haben wir doch bestimmt da. Ja, aber da ziehe ich dich für dich. Ja, meinst du? Ja. Ja, können wir das einfach mal testen? Ich glaube nämlich nicht. Doch, wirklich, tatsächlich, glaube ich schon. Nee, bin ich mir ziemlich sicher, dass nicht. Ja, ich weiß die wertet nämlich an. Ja gut, wenn wir das hier wäre natürlich krass, wenn du dann verlierst, weil ich 0 eingespielt bin, ne? Ich habe es nicht einmal gespielt. Aber ja, ich hätte es ja auch noch nie. Also. Aber ich auch nicht, ich spiele es heute auch zum ersten Mal. Das hier. Alexis Sanchez ist auf dem besten Weg, 3 Treffer hier zu erzielen. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen einmal nach der FIFA kurz besorgen. Ich kann mal nach Hause fahren, schnell. Ich bin ja hier auch noch voll gnädig gerade. Ich mache ja nicht viel. Ich könnte ja auch einfach. Was fängt der damit an? Ja, ist doch so. Guck mal, ich spiele doch gar nicht mehr richtig gerade. Guck mal, soll ich mal kurz richtig spielen? Pack, 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 pack. Ramsey, Flanke, Tor. FIFA Demo, Mann. Ja, oh Gott, ich war mir gerade nur Feinde. Man dürfte eigentlich, man sollte nie vor die Kamera gehen, wenn man solche Spiele spielt, weil da kommt das Schlimmste in einem raus, wirklich. Wir können natürlich die Demo runterladen. Wir haben 100 Pro FIFA irgendwo hier. FIFA 18 auf der Gamescom gespielt, ne? Gegen Etienne Gardet, falls du den kennst. Ja. Ich habe ihn einmal 4-1 und einmal 5-1 abgezogen. Geil. Ja. Das gefällt mir, was er wohl als nächstes vorhat. Cool. Aber. Ey, Marco in der Regie. Ja, FIFA 17 ist Marco. Ey, von mir aus nochmal FIFA 17 mal an, nachher. Lieber Marco Gies ist auch echt verdammt gut, so. Sag ich auch. Also beim Pressekauf habe ich nichts davon gemerkt. Ne, Marco? Ja, ist es so oder nicht? Ja, jetzt kommen sie alle aus den Löchern gekrochen hier in der Firma. Jetzt will jeder mal ran hier. Abgefahren, gut gemacht. Ja, ich habe letztens gegen Marco bis 2 Uhr abends FIFA gespielt und jetzt ist gerade richtig grottig von beiden. Ja, und? Von mir eigentlich nicht. Tatsächlich. Ich habe jetzt nicht mehr Chancen hier. Und der ist echt gut. Also Marco ist echt gut. Spielt die Bälle ja auch gerade nur flach raus. Ramsey kann die Situation klären. Wann habt ihr gezockt? Vor 2 Wochen oder so? Soll ich mal noch ein Tor kommen? Unter der Woche auch bis 2 Uhr und wir konnten nicht mehr aufhören. Ja, das war's erstmal. Wir machen kurz ein bisschen Werbung, liebe Freunde. Oh, Entschuldigung. Ja, ihr merkt schon, das Schlimmste kommt raus bei einem persönlich, wenn man spielt. Aber ich verstell mich heute überhaupt nicht. Ich bin einfach so, ich bin wirklich auch immer so unangenehm, wenn man gegen mich verliert. Na gut. Das gehört dazu, finde ich. Ja, bleibt dran. Nach der Pause geht's weiter. Ich weiß nicht, Gunnar, können wir schon sagen, willst du nochmal eine Revanche haben? Oder? Ja, klar. Du willst nochmal? Ja, natürlich. Okay, alles klar. Dann, also ich habe ein Spiel jetzt verloren, eins nicht. Ja, stimmt. Also, ist jetzt nicht Best of 3. Okay, alles klar. Gefällt mir, mag ich. Dann geht's gleich weiter. Du hast schon voll gestresst von mir. Also bis gleich.
So, herzlich willkommen zurück zu einer Runde mit Pro Evolution Soccer 2018. Gunnar ist hier, aber auch überraschenderweise unser lieber Marco. Und wir haben gerade spontan ausgemacht. Gunnar und ich spielen jetzt noch ein Spiel und der Gewinner spielt gegen Marco. Ja. Hat sich quasi das Recht erspielt, weiterspielen zu dürfen. Marco hat sich gerade angeboten, dass er auch mal eine Runde spielt. Wir haben zwar gesagt, wir machen natürlich auch gegen euch da draußen online ein Spiel. Das machen wir dann danach. Wir haben ja heute noch genug Zeit, ne? Weiß nicht. Ja, doch, haben wir. Okay. Das heißt, wir spielen jetzt noch zwei Spiele auf LAN sozusagen. Gut. Und dann gehen wir online. So, und du hast gerade gesagt, wir spielen jetzt hier mit... Ich bin jetzt gegangen gegen die Weltauswahl gegen die Europaauswahl. Okay, wo hast du denn die gefunden? European Classics finde ich halt cool. Die hast du gefunden bei wo? Bei klassische Mannschaften. Ach so, okay. Die musste man sich früher mal erspielen erst, ne? Aber ist World nicht besser als... Ist egal? Nee, stimmt, du hast ja die... Weiß ich nicht. Ja. Ich habe halt ja, Maradona dann, ne? Aber die Namen werden hier nicht stimmen, das weißt du. Nee? Da haben die Namen immer schon nicht gestimmt. Das sind dann so komische... Oh, nee, dann nicht, oder? Beckenbauer war, glaube ich, immer... Wie hieß der nochmal? Nee, das ist ja dann blöd. Ich dachte, ich spiele jetzt hier mit geilen Spielern. Ne, das sind ja die geilen Spieler, aber die haben ja, halt so komische Namen. Ja, aber wer ist denn Hummelt? Kuiper ist zum Beispiel, Kluivert, glaube ich. Patrick Kuiper? Nee, das wollen wir nicht. Okay, dann... Was okay. Was soll das denn? Dann spielen wir... Sollen wir Ländermannschaft spielen? Ja. Okay. Haben die denn da auch die richtigen Leute? Ja, da sind die richtigen Leute. Das war schon immer so, bei den Klassikmannschaften sind dann die Namen so, so ich glaube, Maradona war immer, Malgani war immer Maradona und sowas. Das konnte man sich dann, musste man sich immer online raussuchen, wer die denn waren. Nicht Portugal? Und Johann Cruyff war immer der Geilste. Denn? Ja, weiß nicht, ich nehme, ich würde dann, sollen wir nur Europa machen? Nee, mir ist ganz egal. Ich würde mit England spielen vielleicht. Nee, nee, nicht mit England, nee. Belgien! Wieso nicht? Die haben geile. Oh, gut, ey. So, okay, Belgien ist natürlich krass. Deutschland ist auch krass. Dann nehme ich Deutschland. Das ist ausgeglichen auf jeden Fall. Du hast 5 Sterne, ich habe 4,5 und man kann es noch sagen, bevor es losgeht. Ne? Strategie, sehr gut. Da möchtest du ja hin, ne? Götze, okay. So, die Ausstellung gefällt mir schon mal sehr gut. Da muss ich eigentlich gar nichts machen. Dieser Moiner, da muss raus. Wer ist denn hier noch am Start? Auf der rechten Seite. Origi ist auch noch Tag, da. Groß. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Hector, Kimmich, Manu. Aber die Dreierkette. Manuel Gomez rein. Deutschland ist halt mega gut auch. Ich hasse es, gegen Deutschland zu spielen. Auch bei der letzten Version online habe ich immer verloren gegen Deutschland. Und dann mach ich mal Götze. Ja, ich glaube, die Sympathien sind jetzt auch draußen. Mesut Götze. Nee, sehr gut verteilt, ne? Deutschland natürlich sind jetzt alle dafür. Nein, das ist doch denen egal. Mertens, Hazard, Lukaku, das kann sich irgendwann sehen lassen. Da ist passt schon alles. Vertonghen vielleicht noch raus für Merlin. Halt das. Ja, uns auch gut. Ja, die sind beide schlecht drauf, okay, dann nehme ich doch lieber den Vertonghen. Ist geiler. De Bruyne ist eigentlich schnell, den würde ich lieber auf. Was hat denn der Kevin. Hier? Kevin! Der hat hier auch eine 81. Ich bin im rechten Mittelfeld und den Loop mal raus und dann den Witzel ich rein. Ich spiele natürlich auch richtig gerne mit Belgien, normalerweise. Ja, die haben gute Einzelspieler. Sind aber im echten Leben irgendwie trotzdem nie so erfolgreich wie immer vor jedem Turnier angekündigt. Die gerade ganz krass ist, aber ja, schade, dass die irgendwie. Würde ich das mal gönnen. Geh mal jetzt bitte diesmal auf Einstellung. Nein, jetzt Verlängerung einstellen. Das ist schon ja, wir Sinn. Kriegen doch keine Verlängerung. Ja, aber wenn, dann ist es scheiße, wenn wir jetzt. Ja, tut mir leid, jetzt habe ich aber zu schnell gedrückt, weil ich super schnell bin, auch im Passspiel. Okay. Ich gewinne halt jetzt auch mal. Wir können auch bei dir den Vote machen. Leute, herzlich willkommen, liebe Voten bestimmt. Ja, vorhin war ein Vote da, aber ich habe das Ergebnis gar nicht gesehen. Können wir mal. Bis der Anpfiff hier machen wir das wieder. Mann, Manu. Der Scheiß ist im Tunnel-Reporting auch dahinter. Richtig geil jetzt. Und jetzt das Spiel. Ist der Löw denn hier auch an der Linie? Nee. Trainer haben sie nicht. Mein Name ist Marco Hagemann und zusammen mit dem Top-Experten Hansi Küpper werde ich Sie heute durch das Spiel begleiten. Man spielt mit Deutschland auch so ein bisschen wie Deutschland dann immer automatisch, ne? Hinten rum, ja, ein bisschen so geordnet. Das ist schon im vollen Gange. Machen die das so? Spielt den Ball nach rechts. Müller mit dem unwiderstehlichen Zug zum Tor. Da war der Gomez! Thomas Müller mit der Draxler. Mario Gomez. Dieses geile Lied, ne? Ja, so, jo, geil. Mario Gomez. Khedira. Ja, das könnte eine gelbe geben. Ja, aber Vorteil, aber es könnte vielleicht eine gelbe geben später. So seine Mitspieler. Nee, das ist jetzt. Oh! Krass gehalten, ey. Ich sag, es gibt die Gelbe, pass auf. Ja, es gibt die. Oh, bestimmt ein Goal. Jo. Wie der sich hochschraubt. Abgeblieben.
ausgenockt. Gut, dass er da noch dazwischen gegangen ist. Lukaku ist eine freche Sau. Guck mal hier. Ganz frech. Und Lukaku macht sich frei vorne. Guck mal, wie geil frech der ist. Scheiß Manuel Neuer. Ist mir egal. Nein! Hat auch getroffen. Ah, ich muss die Fresse halten. Ich laber zu viel. Das generell auch. Noch sauber hinzubekommen. Das war nicht in Belgien, sondern also ganz gut in der Champions League jetzt hier. Wumse. Lukaku ist in aussichtsreicher Position. Ach komm. Körperlich einfach unterlegen. Zaubermaus. Ja, ich mag den ja auch, ne? Ich mag eigentlich alle Spiele, die mal im Bremen waren. Zirbelsee. Neuer wird auch schwer zu betrinken sein. Nicht, dass jetzt die beiden Schüsse gut waren, aber er ist generell immer ziemlich geil. Ach Mann, ich mache jetzt auch gerade hier viele Fehler. Nix. Kimmich. Joshua. Joshua. So, Müller hier. Guck mal. Kimmich. Versucht den Pass da durch die Gasse. Müller. Kedira. Ja, die Passwege zu, ne? Er sollte unten. Mario. Konter, Konter können sie. Der Ball läuft gut. Können sie was draus machen? Nein, Gunnar. Beim Zusammenspiel. Nein, Gunnar. Nein, Gunnar. Ja, hat er gesagt, oder? Was hat er gesagt? Nein, Gunnar, hat er gesagt. Nicht Nein, Gunnar. Achso. Mario Gomez. Nein, Gunnar. Das macht man doch so nicht. Beide Teams engagiert, das kann man ihnen nicht absprechen. Allerdings ohne das richtig sich Platz mit einem Tor zu belohnen. Oh Mann, also die Erwartungen waren definitiv... Oh! Uneigennützig, schlau, intelligent. Das ist die Belgien. Aber auch ein Platz. Ich will es nochmal hören. Auf die linke Bahn. Flache Flanke, nein und zack. Nein, du bist doch dumm, bist du! Wie kann er die denn verraffen? Die stehen da hinten aber mit sehr viel Gottvertrauen. Guck mal. Ganz aggressives Geiler Pass. Ja, der Stürmer macht. Wieso, was macht der denn der? Oh, ich kann auf einmal nicht mehr Innenseite spielen. Oh! Spaß. Jerome Boateng. Khedira. Der Ballbesitzanteil ist schon höher, aber sie liegen trotzdem hinten. Toni Kroos. Mal schön ihn über die Klinge springen lassen. Mario. Oh, schlecht. Ganz sauberes Tackling. Er steht für den Begriff Endstation. Boah, nein, Goulin ist aber auch eine Wucht, der Typ. Was geht? Versucht die Gasse zu finden. Leg sie dir weit vor, Mertens. Komm. Flanken könnte er. Das ist Ferreira Carrasco. Mertens. So kommt der Ball nicht durch und es geht nur Ecke. De Bruyne mit der kurzen Variante. Oh, Boateng ist aber auch echt gut. Nein, ey! War super, der Pass. Ja, wo soll ich da hin? Hier ist Draxler. Boah! Hazard. Ich glaube, wir haben es aber beide immer besser drauf mit dem Körpereinsatz. Man muss viel so wirklich manuell genau laufen, also sich so andrücken. Nicht lieb mit dem Rücken zum Tor, der Gegner. Und weil Mario dran, Gomez gerade aus. Oh, vom Strafraum. Oh, her Leute. Ich glaube, Mario Gomez hat noch nie ein Tor geschossen außerhalb des Strafraums. Oder? Doch, bei Stuttgart. Ja? Ein paar, ja. Er hat auch ein paar Weitschusstore gemacht schon. Müller. Okay. Nie gesehen. Wie? Vanisterup oder auch nie, glaube ich, ne? Oh, scheiße. Vanisterup. Ja, Vorteil, aber du bist Vorteil. Achso. Okay. Ich bitte dagegen. Da ist gerade richtig viel Platz. Mario Kroos. Oh, Toni. Ui, das ist eine Chance. Müller. Oh. Ganz enge Kiste. Trotzdem letztlich vorbei. Eigentlich war ja Toni Kroos im Endeffekt mit 25 Millionen, ne? War der eigentlich voll Schnäppchen heutzutage, auf die Preise heutzutage. Ja, super billig. Was ist denn der mittlerweile wert? Und der Schiri zückt die gelbe
viel jetzt, also mehr Toni Kroos ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfußballer. Ja, meiner auch. Ich finde es so geil, wie der spielt. Diese krass punktgenauen Seitenwechsel, die der über 50 Meter schlägt irgendwie. Ich finde es schade, dass er nicht mehr so ganz offensiv spielt, weil früher hat er auch geile Tore geballert. Macht er ja gar nicht mehr. Er macht ja nur noch... Oh, wieso pfeifst du jetzt zur Halbzeit? Willst du mich verarschen? Hast du nicht. Das ist ja mega die Scheiße. Da macht er Halbzeit. Also 60. Du hast viel mehr Ballbesitz. Ja. Der Ballbesitz ist auch schon mal bei Deutschland, aber nicht bis jetzt in Tore umzumünzen, diese Taktik. Ja, aber ich mache jetzt noch einen gleich. Ich habe ja auch mal eine Chance gehabt. Also N'Golan gefällt mir sehr gut in diesem Spiel. Es hat sehr geile Werte. Lukaku kann sich auch super gut durchsetzen. Ja, ja, jetzt gerade gegen Hummels halt immerhin, ne? Ist auch ein Weltmeister. Achso. Oh, Doppelpass, jetzt unten, jawohl. Und jetzt passiert es, glaube ich, Flänkle. Ja, Mitze. Boah, Merte mit vollem Einsatz. Ich spiele gar nicht mit. Aber was mich wundert hier bei den Ecken, man kann jetzt nicht mehr dieses Ding einmachen, also diesen Schlauch. Warte mal, oben. Richtung von Kurve fixieren. Richtung und Kurve von Passspiel fixieren. Wie geht das jetzt? Passiert nichts. Mhm. Das sind diese Strategien, das kennt man. Okay, dann mach ich mal hier langer Posten. Okay. Whatever. Mal gucken, ob das jetzt wirklich ist. Ja, genau, das hat er im Chat auch gerade gesagt. Das Kroos mal früher geile Weitschusstor hat. Ja, macht er nicht mehr, weil er jetzt definitiv nicht mehr so gut spielt. Ne? Er geht gar nicht mehr nach vorne. Wunderschön. Und er schießt. Die sind so behäbig immer. Ach, come on. Come on spielt hier nicht mit, der spielt bei Bayern. Die Nationalmannschaft, da kann er auch nicht spielen. Come on ist aber Franzose. Müller. Mesut Özil. Es geht Draxler über ist gut. Die Außenbahn. Er hat ihn einfach stehen lassen. So, Müller! Müller. Oh. Großartig. Fabian Müller. Ja. Aber das ist auch so. Haben wir lange nicht mehr gehört. Ne? Aber der sah auch ein bisschen scheiße aus, oder? Wie der Müller, der ist so mega behäbig. Wie soll ich denn durchlaufen da? Aber irgendwie. Ist irgendwie nicht so filigran aus für mich. Ja, ist Thomas Müller sieht nie filigran aus. Aber pack einfach irgendwie so drei durch den Auge, dann mit dem Außenriss. Ja, nicht schlecht. Okay, gut. Ich will unbedingt gegen Marco spielen, ey. Ich muss das gewinnen. Wir sind gleich. Mein lieber Freund, mach's nicht. Freunde der Sonne. Ich bin einer. Der lässt sich sowas nicht gefallen. Und wir stellen fest, die Experten. Warum gehst du denn dahin? Wieso kann ich da nicht wechseln? Fünfmal wechseln gedrückt. Ja, das Spiel ist gegen dich. Okay, ich bin so schlecht gelaufen gerade. Ich habe mega Platz gemacht. Ich komme raus. Müller! Der Abschluss. Nein, schade, nicht rein. Komm, mach's alleine, Krabasso, mach's alleine. Komm, ja, ober. Ja, das ist schon Träumle. Auf dem Flügel. Ja, hat unglaublich viel Platz. Ja. Ui. Hast du das mit Absicht gemacht? Ja, aber das funktioniert wohl nicht mehr so gut. Das lief in der vorletzten Version, war das eigentlich recht... Ja, aber nicht gegen jemanden, der... Nee, das war auch immer lame, wenn es jemand gemacht hat. Da muss ich rauskommen, 1-1. Ja, macht er vorbei, hat er die Nerven dich. Es ging früher vor zwei Versionen, das war auch immer sehr lame, wenn man es gemacht hat. Dieses über den Kopf. Ding. Ja, aber das haben sie zum Glück weggenommen, wohl. Knappe Kiste gerade, ne? Sagst du gar nichts zu. Ne, ist ein gutes Spiel. Macht Bock. Bin voll drin. Ich meine auch gerade meine Chance, ey. Muss ich jetzt deine Chancen kommentieren oder was? Ja, weiß ich nicht. Mach's wie ich, kommentiere einfach auch alle deine Sachen. Den Pass da durch die Gasse. Hummel. Er probiert's einfach. Oh. Manu. Manuel Neuer. Ja, kann er fangen eigentlich, finde ich. Das ja. War eine richtig starke Rettungsstart. Der N'Golan ist echt geil, ey. An den Mann zwischen den Pfosten. Ich den Namen nicht verstanden. Da ist die Chance. Der macht, guck mal, der ist so geil. Der beiden Teams schafft es derzeit, den Ball in den ist gut drauf, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, der ist gut drauf, aber der hat auch dazwischen gefunkt. Müller ist durch. Mit einer guten Leistung bis hierhin. Er hat im Spiel bereits eine entscheidende Richtung gegeben. N'Golan hat auch diese Vidal-Frisur, diese Krieger-Frisur. Ja. Dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Mertens hat ja zuvor schon einen Treffer vorbereitet. Ab auf die linke Lukaku, Seite. Geh rein. Ja. Schönes Ding. Und einer weiter, komm. Ja, Lukaku steht. Ja, das ist zauberhaft.
Zauberhaft wie in einem Märchen. Wie wenn man ein Märchen über ein Tor schreibt. Oh. Oh. Hässlich. Das ist hässlich für dich. Nein, war richtig schön, aber. War richtig schön. Was soll ich denn sagen? Ja, nichts. Oh, geiles Tor, Donny. Ich möchte gleich noch mit dir schlafen. Darf hier nicht drehen. Könntest du vielleicht da bleiben? Das hast du jetzt gesagt. Oh, Scheiße. Das Wachs, ob ich da nicht in die Position bringe. Oh, Mann! Jetzt ist Platz. Komm, jetzt ist richtig an, Platz. Jetzt ist aber Platz hier. Asa, du Geiler. Du bist ein richtig Geiler. Offensive und Defensive. Das wär's gewesen, Freunde. Da war so viel Platz. Ich hab Angst vor Boateng gehabt. Ja, der ist halt auch echt gut. Auszubauen. Das ist ein guter. Schon auf. Ist hier ganz nah dran gewesen. Und spätestens jetzt weiß die Hintermannschaft, wenn du einen wie ihn nur Sekunden aus dem Auge lässt, ja, dann Boateng ist auch ein guter. Kommt aus Kalifornien. Gut, 66. Wie macht man Taktiken ändern, so ganz schnell? Geht es gar nicht? Doch, das kannst du dir auf die Tasten legen. Kannst du gleich, wenn man Pause ist, kann ich es dir erzählen. Habe ich nicht gesucht eben. Es hat nichts gemacht. Das ist auch später wichtig, also wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, ist das sehr hilfreich. Auch. Das ist halt ein geiler Pass auf. Ich lupfen. Ja, ja! Oh, neuer. Mann, das wäre so geil gewesen, der war voll weit draußen. Lupfen ist bei FIFA auch mit L1, ne? Ja. Er entscheidet sich für den Heber. Das war früher bei PS aber auch mit danach Rennen drücken, ne? Nee, das war immer gleich. Aber Nachschuss, Lupfen. Rennen drücken ging auch. Achso, aber Lupfen war immer L1 im Schuss. Und halt immer schwieriger, also die Stärke zu dosieren war immer schon das Schwierige dran. Ich konnte das früher ganz gut. Ich auch, aber gerade hat man ja gesehen, nicht mehr so gut. Hätte ich viel stärker drücken müssen. Ja, er hat ihn erwischt und geil, war. Pitz. Ich muss mal wechseln jetzt hier. 87. zur Sicherheit. Mal gucken, dass die schwachen Spieler rauskommen. Mertens ist zum Beispiel am Arsch. Ich mach mal hat auch echt raus, nicht viel gemacht, muss ich sagen. Mario rein. Origi. So, Benteke mal vorne rein. Komm, scheiß drauf. Und wir machen. Oh! So. Ja, jetzt ist es zu spät, um die. Es ist Taktik eh egal, ne? Aber ich kann es dir nachher sagen, wie man sich die Taktiken. Ja, nachher ist gut. So, weiter geht's. Es ist Zeit für neue Energie. Pfeif sie weit. Okay, nicht so weit. Der Torwart ist da. Oh Mann, das gefällt mir gerade nicht. Das irgendwie schön. Oh, stark. Richtig auch. Wird es zeitlich eng. Sie liegen hinten und sie müssen was machen. Ich mach den wieder bei. Bitte. Nein! Den wollte ich nicht so. Ich krieg auch keinen ausgewählt. Ey. Nein, Goulin schon wieder. Geiler Typ, ey. Von dem hole ich mir ein Trikot. Da ist der Sieg für Belgien, aka Donny. Es war wirklich eine gute Partie. Marco! Knapp nicht gereicht. So, das wär's dann gewesen. Das war jetzt nicht unanstrengend, muss ich sagen. Die sind bedient. Eine Niederlage im eigenen Stadion. Knapp zu schaffen. Aber verloren ist verloren. Ich hoffe, du gewinnst. Mach ihn fertig. Das war unsere Übertragung heute Abend. Mein Dank. Setze dich. Willkommen. Ja, Nico, freu mich. Brauche nicht. Willst du hinbleiben? Ja, ich setze mich hier unten hin. Ich setze mich hier auf den, in den Fleck. Ja, au! Wo denn? Was kann man denn zum Spiel noch erzählen, Freunde? Es ist irgendwie. Komm, ich setze mich hier vor einfach was. Ich bin jetzt auch noch nicht so richtig drin. Ich finde die Verteidigung echt schwierig. Also ich stelle mich auch sehr, sehr dumm in der Verteidigung an. Ich wollte nicht verlieren, Freunde. Doch nicht. Ja, was soll man denn? Ich meine, ja, es ist wahnsinnig schwer zu erklären, warum, also wie es sich anfühlt. Man muss es einfach mal spielen. Es ist so ein bisschen, man muss viel mit dem Körper, also versuchen, wenn es zum Beispiel ein Zweikampf ist, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es bei FIFA anders ist,
man muss halt viel sozusagen, wenn ich jetzt der ballführende Mann bist und bin und du bist jetzt der verteidigende Spieler, dann muss man sowieso wie immer schon bei Pro Evo sehr stark die Laufwege antizipieren, ja? Also nicht irgendwie sofort einfach mit X nur bedrängen und dann kriegst du schon irgendwann den Ball, das geht hier nicht, war noch nie so, du musst so ein bisschen so deinen Moment abwarten, entweder grätschen oder halt eingreifen mit Doppel X. Ja. Und das Problem ist, dieses Doppel X, das lief bei der letzten Version, hat das viel besser funktioniert. Jetzt habe ich das Gefühl, man muss viel mehr wirklich dann eben nicht mit X, sondern wirklich mit nur mit Steuern sozusagen reinlaufen in den Mann. Also versuchen, den Körper einzusetzen. Mit L2 dann, oder? Nee, auch mit L2, genau. Ja. Mit L2 ist noch einfacher, aber es geht auch ohne. Ja. Und das, da stelle ich mich noch sehr schlecht an, muss ich sagen. Also da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Offensiv passt aber alles, weil das einfach mehr oder weniger gleich ist. Du schaffst es, Marco. So, du bist der Einplayer, das heißt, du musst mal auf weiter drücken. Einplayer? Sagt man sich immer so, der Einplayer halt, oder nicht? Ich dachte, ein Kumpel von mir ist der einzige, der Typ, der sagt, ich bin Einplayer. Der Einplayer. So, geh mal auf Team wählen, genau. Und dann müssen wir gleich auf jeden Fall einstellen, dass wir Verlängerung eingestellt haben. Oh ja, gerne. Wählt ihr auch mal Team? Wie, was? Nichts. Wir haben eine Zeit lang bei uns in der WG, als wir so viel gezockt haben, haben wir immer, das machen wir jetzt nicht, haben wir immer auf hier den hier gemacht. Ja, der wolltest du gerade machen, den Random. Den Random, genau. Das war irgendwann. Wir haben dann so eine Mechanik gehabt, wir durften dreimal Random machen. Das kenne ich auch von FIFA noch. So, und manchmal beim ersten Mal Random so, oh Brasilien, alles klar, ciao, ich bin raus. So, dreimal, was? Ja, wir haben dann gesagt dreimal. Ja, ja, aber machen wir jetzt nicht. Nee, wir machen jetzt ganz normal, würde ich sagen. Einfach Clubmannschaften. Ich würde gerne mit Manu spielen, mit meinem Verein. Mit Manu Neuel? Ja, da ist Ibra ja wieder zurück. Zum Glück hat er seinen Vertrag verlängert, wo alle gesagt haben, alle Hater, nee, der kommt nicht mehr wieder, der ist raus. Ja, ist ja immer auch verletzt, ne? Nee, der ist wieder fit. Jetzt schon? Ja, aber der ist, aber auf jeden Fall diese Krassverletzung hat er jetzt, was hat er, der den Kreuzbandriss, der ist auf jeden Fall verheilt und jetzt ist er wieder im Training, auf jeden Fall. Aber er hat auch, ich liebe ihn. Aber gespielt hat er nicht. Ich liebe auch. Ich kann auf jedem auch die Biografie von ihm empfehlen. Hab ist sehr ich geil. Als Hörbuch gehört. Ich komme aus Zlatan. Sehr gut. Ich als Hörbuch gehört. Da lernt man auch sehr viel übrigens über Pep Guardiola, finde ich. Ja, wenn man das alles glaubt, ne? Die haben sich halt gehasst. Ja, ich glaube ihm aber das irgendwie hört schon. Man da schon raus. Also, wen schätzt du als ehrlichere Haut ein? Natürlich. Zlatan oder Pep? Natürlich Zlatan. Ja, also. Ich glaube schon, dass der Pep ein ziemlich krasser Mobber ist eigentlich. Aber so dieses indirekte Mobbing. Der ist dann so, der stellt dich nicht auf, aber der scheut dann die Konfrontation auf. Ja, der geht dann nicht zu dir hin und sagt, du warst schlecht, sondern der ist dann so, ja, du spielst einfach jetzt nicht mit. Da finde ich den, ich bin ja großer Mourinho-Fan, den finde ich einfach richtig geil. Der sagt ja dann einfach zu Gesicht, ja, du spielst scheiße, deswegen spielst du nicht. Ja. So, bei mir sind die Spieler schlecht drauf. Wie sieht's bei dir aus? Kann ich mal sehen? Wow, was geht bei dir, Neymar, Cavani, Rabiot, alle geil drauf oder was? Ey, kriegt der gleich so ein geiles. Ja, die haben alle Bock. Du hast deinen 200. Und natürlich lässt du Dings nicht spielen, ne, Draxler? Ich bin aber auch dumm, dass ich Paris nicht genommen habe. Paris habe ich gar nicht auf dem Schirm. Klar, Paris ist ja jetzt natürlich geil mit Neymar. Die sind richtig. Aber auch Man United ist Hammer. Also Mbappé jetzt natürlich auch. Okay, Ibra kommt natürlich rein, einfach weil es Ibra ist. Scheiß drauf, auch wenn er nicht so gut drauf ist wie Lukaku. Kommt er rein, hat Lukaku auf der Bank, sag ich mal, hier. Für irgendeinen von den Leuten, die wir eh nicht spielen, hier für den. Ja, das. Aber die sind alle gut. Nee, Sean, spiel ich mit dem, nee. Nemanja Matic spielen wir viel. Oh, was machst du denn da geil? Fellaini ist immer geil. Überprüfe die Position, dass sie alle ihre perfekte Position haben. Oh, die machen wir auf heiß. Kleiner Tipp auf übrigens heiß? Auch an alle, die Pro Evo spielen. Mein persönlicher Tipp ist immer Fellaini aufstellen. Auch wenn er sehr behäbig ist und nicht alles richtig macht. Der gewinnt aber jedes, original jedes Kopfballduell. Jedes? Ja, also wirklich eigentlich jedes. Der ist mega groß und der hat die krassesten Kopfballwerte. Du kannst auch mal gucken hier, weil der ist Fellaini immer noch so krass. Der hat hier, mal gucken. Ah, der ist langsam, oder? Der ist in ganz vielen Belangen scheiße, aber der hat halt Kopfball 88 Abwehrstärke. Das ist jetzt Smalling, Kopfball 86. Achso, warte mal, ich bin jetzt auf Smalling, warte mal. Wo ist denn der hier? Das will ich jetzt doch mal angucken. Da. Oh, Smalling läuft schon. Kopfball 89. Das hat, glaube ich, das haben wenige schon, Leute. Ey, das war ja auch damals bei Pro Evo 6, also in dem besten Teil, finde ich, der Serie. War es so, dass halt teilweise Leute nur mit Inter Mailand gespielt haben. Und die haben den, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, den Innenverteidiger vorne in die Spitze gestellt, weil der 99 auf Kopfball hatte. Ja, und vor allem hat man mit Inter Mailand immer gespielt wegen dem fucking Linksaußen Adriano, der den Schuss des Jahrtausends hatte. Ja. Adriano den konntest du immer vom Mittelfeld einfach. Paul Scholes übrigens auch beim Sechser. Mit Scholes konntest du immer, mit Manu konntest du immer vom Mittelfeld schießen. Ja, Scholes ist auch krass gewesen. So, okay, genug Nostalgie. Also, vorne habe ich nur Scheiße drauf, egal, ich spiele jetzt aber mit denen. Aber ich mache Young noch rein. Ich habe auch mit Chelsea gespielt beim Sechser. Guck mal, ich sehe schon hier, ich finde jetzt kein Bevorzuger, Marco ist schon der, du bist dann mehr so für jemand für so Taktikeinstellungen und sowas zu haben. Ja, das hat der FIFA dann auch übernommen, das finde ich auch geil. Das mochte ich ja auch. Ja, haben sie alles geklaut von Pro Evo. Ja, die haben sich beide gegenseitig geklaut.
Das stimmt, würde ich sogar unterschreiben. Aber diese Sachen haben wirklich FIFA echt viel, vor allem die letzten drei, vier Versionen haben sie sich viel abgeguckt von Pro Evo, gerade bei solchen Taktikanstellungen. Ja, klar, macht ja auch Sinn. Also das neue FIFA, also 18 jetzt die Demo, die ist auch unfassbar, was heißt unfassbar, aber langsamer als FIFA 17. Finde ich aber, fühlt sich gut. Also weniger Arcade-lastiger, sondern mehr Simulationen. Von dem Arcade sind sie ja wirklich schon länger weg jetzt. Also das ist ja, ja, mal gucken. Also, Mannschaft sieht gut aus bei dir. Gucken wir mal. Aber noch nicht. Einstellung bitte. Verlängerung. Genau. Spiellänge. Verlängerung einfach. Elfmeterschießen. Anzahl Einwechslung. Balltyp. Elfmeterschießen. Der Tripletter. Ja, es ist der Tripletter. Elfmeterschießen muss jetzt eigentlich sein, aber machen wir mal. Du machst das jetzt, Marco. Gunnar, du musst unsere Ehre wieder. Ich hab's mal meinen Torsong. Ich glaube übrigens, die 99 hatte übrigens Adriano beim 5er und nicht beim 6er. Ich glaube, der hatte da. Bin mir nicht sicher. Also kann das sein? Also in 5er habe ich kaum gespielt, deswegen. 5er war nämlich auch ziemlich gut. Ich habe ab 4, 5, 6 habe ich sehr viel gespielt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. So, jetzt gucken wir mal. Wir können ein kleines Voting machen vielleicht. Haben wir schon. Ist schon? Okay, ist klar. Ja, du, Marco Hagemann, Hansi Küpp. Ich vermisse ja ein bisschen Wolf Fuß. Ich fand Wolf Fuß einfach nur geil. Da liegt ja Schnee drauf. Ich gehe mal kurz auf Toilette, sorry. Also die Kommentatoren, wie gesagt, finde ich aber bei beiden geil. Also Hagemann finde ich auch super. Oh, ich muss schon sagen, ich finde es teilweise echt ein bisschen wack angesprochen. Das ist sehr Phrasen, also sehr. Naja, passt nicht so ganz oft. Guck mal, was der Marco so drauf hat. Ich glaube, ich muss hier ganz anders spielen gegen Marco. Schön verlascht erstmal. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das war einfach schlampig. Sie müssen. Marquinhos. Abseits oder was? Jo. Ich hab Schiss, muss ich sagen. Ey, die Werte sind krass. Paris. Ja, die Werte machen krass. Ja nicht alles aus. Ne? Ja, Paris ist richtig krass mittlerweile, aber muss man sagen. Ja, aber Werte sind halt das eine. Sucht seine Mitspieler. Tore des anderen. So nämlich. Listig gemacht. Pogba. Ah, Fellaini, du pennst! Man muss echt sich ein bisschen wieder umgewöhnen. Von FIFA ist ein bisschen was anderes, natürlich auch von der Steuerung her. Das ist ein ganz, ganz kleiner Unterschied. Ne? Aber das passt schon für mich nach. Noch nicht. Versucht den Pass da durch die Gasse. Ah, das war dumm. Oh, sprinten drauf. Das war dumm, weil der Pass in die Mitte. Nie in die Mitte, das ist wie so ein Anfänger. Di Maria. Das könnte. Ja, ich sehe schon, der Marco ist ein bisschen so ein Trickser, der guckt sich so, der ist trotzdem ein gutes Spiel über sich, das sehe ich schon. Ja, schön ein Schuss, neues ja hier nach dem Nächsten. Marco? Ja, ne? Ich finde, das kann man schon aber auch schon sehen, so kleinen Aktionen, dass da jemand so ein bisschen... Marco gewinnt für uns. Für uns. Gegen den Tyrannen. Den Tyrannen. Marco Verratti. Schießen mit Marco ein Tor. Guckt euch das, Marco Verratti. Boah, das war gut gemacht eigentlich, ey. Guck mal, er drückt auch diese Taste, die dann diesen Pfeil bringt. Auch. Ja, das ist halt von FIFA gewohnt. Hast du gesehen, ne? Hab ich auch so oft. Das ist, glaube ich, das L2, oder? Genau, L2. Das ist halt dieses manuelle Passen in Pro Evo. Oh, das war schlecht. Mit Sprich hinten reingegangen. Oh, da ist Platz für Boggy. Ja, der Boggy ist geil. Rüber, nach rechts. Was mal, hä? Wieso passt denn der, wenn ich L2 drücke? Boah, er geht da mit dem Fuß hin. Ibar, du bist so geil. Schiri aus dem Weg! Den hat er ganz genau. Der Ibar ist so krass, der Körper, ey. Neymar, da geht er durch. Oh, fucking Neymar. Da muss ich. Boah, es ist fucking lame, der Neymar, das war ja mega lame. Guck mal, ein Bier. Aber wie lame war das denn bitte mit Neymar? Das ist einfach nur mit dem fucking gut drauf Neymar durch, fucking durchtanken. Ja. Stimmt, Ballabschirm. Okay, come on jetzt. Egal. Also, hier. Bin getriggert. Come on. Ich bin aber auch sehr nervös gerade. Nervös?
Süß. Warum machen die denn den Anschluss immer so? Warum ist denn keine zwei Spieler nebeneinander mehr? Das braucht man nicht mehr. Ja, aber ich will es aber haben. Team mehr. Ja. Kann man das umstellen? Das macht aber kein Team mehr. Nee. Ist das echt so? Mal ist wirklich keiner mehr? Nee. Ja. Also, nee. Er könnte zum Tor ziehen. Er hat ihn einfach stehen lassen. Alter, ich bin gerade voll am Schwimmen. Nein, er muss nur ablegen, das ist Tor. Fuck, ey! Wir aus dem Osten, die Höhen mal nach Und diese Einladung konnten sie natürlich nicht ausschlagen. Formulieren wir es positiv, das haben sie schön herausgespielt. Formulieren wir es negativ, wieso kommt der so frei zum Abschluss? Ja, die sind immer gefährlich. Steht 2:0. Das ist jetzt die Frage. Wie ist denn das, Don, wenn man in jedem Spiel von Marco immer so auf den Sack kriegt? Es ist ja nicht nur jetzt Poevo. Und weg ist er. Die Kugel kommt in die Mitte. Da haben ein paar Zentimeter gefehlt. Ja, an der Stelle sage ich einfach, empfehle ich jedem einfach mal ein bisschen ein paar Monate zurückzugehen, sich anzugucken, wie der FIFA-Presse-Cup abgelaufen ist, wie ich da gegen FIFA gegen Marco in seinem Spiel und ich zum ersten Mal in diesem Spiel. Man kann auch nochmal einen kleinen Vorentscheid gucken. Memory, Trip down Memory Road. Ja. Das ist meine Antwort darauf. Den Vorentscheid nochmal gucken. Jeder, das nicht. Den kleinen Shitstorm nicht mitbekommen hat. Den kleinen. Ein netter Rückblick. Er hat ihn einfach stehen lassen. Alter, wie stark die sind einfach auch hinten. Du bist ein Depp. Warum passt du da? Du Vollidiot. Also ich. Ich hab da gepasst, ey. Richtig dumm, ey. Come on jetzt. Ich komm da ran. Lassen da aber auch gar nichts. Ashley Young. Es geht über die Außenbahn. Paul Pogba mit blonden Strähnen. Paul. Paul. Rabiot. Der Ball läuft gut. Können Sie was draus machen? Schön. Mit Augenmaß. Oh Mann. Da geht er abgerutscht. Ich schwöre dir, ich bin gerade am fucking Controller abgerutscht. Deswegen hat der Dings so eine Kurve gemacht. Klingt krass wieder aus, ich bin wirklich abgerutscht am Controller. Drei Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Ui! Das war präzise und hart. Das ist auch so ein Fall, als ich mich selten höre. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Ey, warum ist der immer frei, der Cavani, ey? Ich mach so eine Halbzeit. Aufstellung passt auf jeden Fall gar nicht gegen. Juan Mata. Valencia. Raus, auf den Flügel. Da kommt der Ball. Ey, der kommt immer raus, Mann, ey. Das ist ja unfassbar. Fellaini. Boah, ey, ich gehe so unter gerade hier, das gibt's nicht. Paris Saint-Germain in bestechender Form. Endlich ist das Spiel entschieden. Sie dürfen jetzt nur nicht nachlässig werden. Ausrede, Donny. Hier nichts Ausrede, Donny. Der hat verdient. Steht's hier 3-0. Wir machen kurz Werbung. Wir müssen Werbung machen. Und dann mache ich jetzt die Ausstellung während der Werbung. Das langweilt euch eh. Also, bis gleich. Na, du kannst ja noch nicht, du hast doch gleich, wir müssen reden, weil ich zieh dich mal schnell, du musst doch hier ein bisschen Sakko und dann, ja, so siehst du besser aus, ja, also kannst du doch nicht, vielen Dank, kannst du nicht mit deinen, achso, wir sind schon drauf, ihr seht's, Gunnar, ich habe Gunnar ein bisschen umgezogen, weil gleich im Anschluss gibt's ja, wir müssen reden, Lisa, hast du zu Besuch? Ja. Und das Thema ist? Thema ist Lebensplanung. Lebensplanung, das wird also gleich besprochen im Anschluss. Mit Ernst, ja. Da ist es schon das Set. Da zieht sich gerade Chris Pogo um. Ach, guck mal. Ach, das cool. Ist ja geil. Wir schalten rüber. Der mixt ja die Drinks. Okay, warum winke ich einfach die ganze Zeit? Hat Hallo, Chris. Wenn man das so macht. Ja, auf jeden Fall. Also, das heißt, für euch dranbleiben. Im Anschluss gibt's dann, wir müssen reden. Gunnar wird ein bisschen früher abhauen. Ja. Und ich habe auch ein starkes Gefühl, dass ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr heute überhaupt weiterleben kann.
bevor ich dieses Spiel zu Ende spiele und vor allem dann eine Revanche gegen dich habe. Ich glaube, das Gefühl. Nee, weil ich da, das ist falsch formuliert. Ich mache jetzt einfach 4-3. Ich wollte gerade sagen, das Spiel ist noch nicht vorbei. Und dann willst du noch eine Revanche haben wahrscheinlich. Nö, von mir ist wurscht. Ah, auf jeden Fall haben wir es nicht geschafft. Ich habe es versprochen, dass wir eigentlich nochmal online zocken, aber kriegen wir jetzt nicht hin. Wir sind einfach zu, wir haben gerade zu sehr Bock. Es macht einfach Bock. Alter, der ist. Dann, nächstes Mal machen wir dann mit der ist ja gegeneinander brutal, zocken. Schnell. Also, jetzt geht's wieder rein ins Spiel. Schnell. Ich habe meine Aufstellung geändert, wieder ein bisschen offensiver eingestellt. Die jetzt mache ich den Marco auch fertig. So, raus. Raus! Jetzt zweite Hälfte. Jawohl. Und das Union-Lied hören wir heute nicht noch einmal. Wo ich Union übrigens auch sehr mag. Ja, siehste. Aber dieses Marco-Lied fand ich ganz gut. Vielleicht hören wir das nochmal. Also, musst du ja die Band dazu sehen. Jetzt fängt er direkt mit so einem Scheißfehler an. Aua! Macht's wieder gut. Hey, der Ball gespielt, ganz klar. Was ist denn mit ihm los? Er hat eben schon Glück gehabt. Also, wenn er jetzt nicht aufpasst, dann fährt er mit der Straßenbahn nach Hause. Ich denke, der Schiedsrichter hat ihm deutlich gesagt, Junge. Junge! Erstmal ist es vorbei und dann wird die Karte gezückt. Such die Lücke. Großartige Antizipation. Ich dachte auch voll, dass Ibrahimovic niemals verletzt werden kann. Aber das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer. Und dann Kreuzbandriss. Also ich hätte niemals gedacht, dass er sich irgendwann mal richtig krass voll verletzt. Weil der ist ja auch mit seinem, was macht der, Kung Fu? Kyoto. Nee, macht ja irgendwie zu und hey Mann, ich schwöre dir, Mann, die sind so krass. Die Pariser, die Werte sind so gut hinten. Ich bin mal gespannt. Der Klassiker, ja, wenn man hinten liegt, dann liegt es immer in der Mannschaft. Aber es ist wirklich so, vertraut mir, die sind echt gut. Die gewinnen jeden Zweikampf. Die müssen jetzt gegen Bayern ran in der Champions League, ne? Oh, ja. Ich bin mal gespannt. Also, das wird eine harte Nuss. Für Bayern richtig krass. Also, die. Ich kann mir auch vorstellen, dass die da untergehen. Oh Mann, dummer Pass. Ui, lauf doch. Edinson. Ui, dumm. Da kann er sich lösen. Versucht es mit dem langen Schlag. Guck mal, wie schnell der ist. Ich hab da keine Chance, ey. Gut geklärt. Ja, doch, gegen einen anderen Verteidiger wäre ich jetzt durch gewesen. Marco Verratti. Nein, doch, dumm, nach unten. Cavani. Oh, Mann. Und über die Seite. Alter, ich bin so heiß gerade. Haut ihn weit raus. Drei Tore, es wird schwer. Neymar. Au! Marco macht halt diese einfachen, typischen FIFA-Lame-Moves. Ja, ja. Stand im Chat, ne? Ich lese mir den Chat vor. Ja. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Das ist nicht von dieser Welt. Ja, ey, den kannst du nicht vom Ball trennen, Mann. Ohne Witz. Versucht den Pass da durch die Gasse. Er zieht durch. Ey, ich steigere mich gerade so rein, aber die sind fucking gut. Ohne Witz. Und dann noch alle blaue Pfeile. So ja, vorne ich muss echt alles, lang. Ich muss echt alles perfekt machen, um hier überhaupt mein Tor zu machen. Und davon muss ich drei machen. Ich habe einfach vorhin schon verkackt, das Spiel, ey. Gib mir den doch. Marco Verratti. Paris Saint-Germain nimmt noch keine Änderungen am Personal vor. Oh. Wie krass er da durch, ja, Alter. Das war stark. Oh, war richtig stark. Da gibt's gar nichts. Das war echt gut gemacht. Schönes Tor. Ich möchte auch mal dieses Marco-Lied sehen. Ja, das war nice. Oh, sorry. Ja. Da war's jetzt. Das war's, glaube ich. Marco. Das ist unser Mann. Was sehen Sie heute? Wer ist der Boss, Boss, Boss? Und sieht verdammt gut aus. Man muss auch natürlich sagen, ne, Psychologie ist halt auch echt groß geschrieben bei diesem Spiel. Bei 4-0, wenn bei dir alles läuft, dann läuft es halt auch. Ja, das ist halt bei FIFA nennt sich das dann halt noch Momentum. Genau, das berühmte Momentum. So nennt man es auch bei Boero. Na gut, okay. Aber ist das einfach generell, glaube ich. Ja, stimmt, das glaube ich generell. Aber ist das denn bei da einprogrammiert bei PS? Ja, das fragt ja man sich seit Jahren. Okay, da und ich habe sogar den mal so einen Programmierer gefragt und die dürfen das nicht sagen. Das ist mega, natürlich nicht. Das ist genauso bei FIFA. Das ist so, irgendwo steht es, hat einer mal im Reddit gepostet, steht was darüber und das heißt auch wirklich Momentum und ja. Oh, der ist einfach riesig. Sucht seine Mitspieler. Guck mal, du kannst ihn halt abschirmen, ohne Probleme mit dem Dude. Verratti war das, ne? Der ist total. Verratti ist aber. Der Cavani gibt mir so hart auf den Zack, Alter! Der ist so stark!
Ja, du läufst jetzt abseits, fucking Ibra. Depp. Boah, ich muss spawnen Revanche, Marco, ey, mit einer Mannschaft. Versucht den Pass durch die Gasse. Ja, weil du dumm bist, wie so ein dummer Tumbrot. Ach du Mann. Jetzt mache ich auch dumme Sachen, ey. Ich wollte ihn jetzt so schön reinschippen, dass er den so einlocht. Ja. War auch eigentlich gar nicht so schlecht. Pech dann. Ja, jetzt sei nicht der. Oh nee, jetzt kommt der Gönnerhafte. Oh, das finde ich am schlimmsten. Ja, nee, ja, klar, war hat echt gut Part, gemacht, hat echt gut gemacht. Ja, war doch auch gut gemacht. Bummel. Ja, jetzt läuft's halt auch nicht, ey. Der macht. Ja, jetzt läuft er weiter, einfach weil der Ball irgendwo im Arsch ist. Aber wieso kann man nicht einfach jetzt auf offensiv stellen? Oder auf defensiv? Ich raff's es nicht. Das kann nicht so schwer sein, das einzubauen. Kannst du doch. Nach unten drücken mit dem Cursor. Also mit dem D-Pad. Mach mal. Ja, jetzt so ja, blinde, jetzt. Tödliche Pässe nach vorne, okay, Mann. Komm, pfeif ab, Schiri. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist doch scheiße hier. Pfeif ab, 81. Ja, pfeif ab. Ja, ich mach jetzt auch nur noch Scheiße. Guck mal, überall mit Pressing gehe ich jetzt da drauf wie so ein Depp. Guck mal, Scheiß, kein Pass kommt mehr an. Jetzt ist er richtig Angst. Ja, guck mal, jetzt ist hier frei. Ja, kann ich eh nichts machen. Geht eh wieder gegen Glatte. Was mach ich jetzt? Scheiße, ich kann auch nicht mehr. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab's einfach. Hätte ich noch einen Tor machen können. Ja. Such die Lücke. Ja, schön. Das ist Di Maria. Oh. Seinen Mitspieler. Jetzt aber. Und aber. Hä? Hatten wir ja noch. Wo ist denn der Ball? Da drin. Ach, was für ein Scheiß-Tor! Das Schlimme ist, dass das Lied so spackig schnell kam. Das heißt, Paul oder Thomas sitzen jetzt da und wissen schon, ja, der macht eh gleich ein Tor. Ich hab den Knopf schon mal auf dem Marco. Ja, das war jetzt aber auch komisch. Ich hab den Ball auch nie mehr gesehen. Dafür haben wir einen Praktiker, Thomas. Also. Ey, ich bin jetzt bei dem Spiel raus. Also pass auf, es wird die Revanche und dann mach ich dich jetzt fertig. Ja. Good game, gut gespielt. Gutes Spiel. Hat mir Spaß gemacht bei euch. Ich jetzt rüber. Ja, viel Spaß. Gunnar geht rüber zu. Wir müssen reden. Ich bin total gut drauf. Ich mach das gar nichts aus. Ich schüttel das total ab. Ich moderiere einfach professionell weiter, weil so bin ich. Ich bis gleich, ne? Guck netter Mann. Guckst du weiter? Tarek, mit das auf! Gut. Bis gleich. Das war's von uns. Nett. Ich bedanke mich an meine Kollegen Hansi Küpper. Andere Mannschaften. Drück auf weiter, bitte. Ich drück doch. Kennst du Salz? Ich kenn sehr viel Salz. Ich hab so viel Salz gerade. Was meinst du, wie es mir nach dem Pressepokal ging? Weißt du? Guck dir mal die Werte. Geh nochmal bitte auf. Geh nochmal bitte auf Paris. Mal, vergleichen die auch nochmal, ne? Hier, okay, alles klar, machen wir lieber nicht. Ich hab bessere Werte. Okay, was nimmst? Worauf hast du Bock? Ich glaube, ich spiele mit Dortmund, die finde ich geil. Dortmund? Ja. Okay. Warte mal, da muss ich mal kurz gucken. Ja, kein Almosen-Scheiße, ne? Nimm, was nee, du willst. Ich guck mal grad, ob es von den Werten her passt. Ja, passt doch. Oh, Kloppo oder was? Trifft auf seine alten Mannen. So nämlich. Ach, guck dir mal an, jetzt habe ich wieder so eine Kackmannschaft. Ey, weh, du hast nur blaue. Okay. Nee, gar nichts eigentlich. Ja, Birki bei mir. Ich habe wieder nur so Scheißspieler. Guck mal hier, der Maximilian. Philipp hat noch nicht mal ein Bild. Philipp! Oh nee. Dann spiel ich mal mit Götze auf. So, und dann machen wir doch hier mal. Auto, schauen wir mal Auto Kakava rein. Kakava Chinji. Du bist Superstar, unser Superstar. Wie ging das Lied nochmal? Ich hab's völlig falsch gesungen. Castro spiele ich gerne übrigens auf rechts außen. Dann nehme ich einen besseren Wert. Schauen wir mal auf Pisscheck. Pisscheck, immer gute Werte beim Pisscheck. So, Guerrero, zack rein da. Marco Reus, warum ist Marco Reus auf der Bank hier überhaupt? Weil er so ja, weil verletzt ist irgendwie immer. Der spielt hier. Oh, Marco Reus ist blau, sehe ich gerade. Oh, das könnte schwierig werden für dich. Das klingt geil. Marco Reus wird Stress machen. Das klingt geil. So, Subotic, nee. Das hat der auch nicht. Warte, der Mané vorne. Levin hat kein Bild. Okay. Mané kann vorne. Toprak. Mané aber da noch besser. Sebastian Rode, den habe ich übrigens mal bei Comunio gekauft, als er ganz wenig wert war. Und das war einer der besten Käufe, die ich je gemacht habe. Rode war auch echt mal geil, aber... Ja. Den gekauft, als er noch bei Mainz war. Ja.
Da war ja auch dann nee, war der Bayern Frankfurt, genau. Ich dachte an Rot. Alter, Oxlade-Chamberlain 82. So, das ist aber auch wieder ein gutes Beispiel hier für die Zuschauer. Ihr seht bei Dahoud, das ist ein Klassiker von Konami. Die kennen die deutsche Liga nicht so mega gut. Die tendieren auch dazu, Werten manchen deutschen Spielern viel zu krasse Werte zu geben. Ja. Dahoud hat jetzt hier eine 78. Meiner Meinung nach hat Dahoud einen viel besseren Wert verdient. Das ist ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler, der nicht umsonst von Dortmund gekauft worden ist. Ja, aber also, jetzt zum Scheiß vergleichst Dahoud mit Weigel. Eine also ne 78 ist viel zu wenig für Dahoud. Dahoud hat locker so eine 80, 82 verdient. Wirklich. Kagawa meiner Meinung nach auch ein bisschen zu wenig hier. Obwohl er Japaner ist, müssen die doch eigentlich auf dem Schirm haben. Nee, das stimmt schon. Die haben schon die Tendenz dazu, auch dann gerne mal so ein bisschen zu übertreiben bei manchen Spielern und bei anderen Spielern wieder eigentlich wenig zu geben. Und dann gibt's immer wieder diese Random-Spieler, die viel zu viel haben. Ja, das stimmt. Die ja aus dem Nichts, die eigentlich, wo irgendein Programmierer wahrscheinlich hier, Fan Robertson ist. Robertson hat eine 75 jetzt. Keine Ahnung, wer das ist. So. Markovic. Okay, du spielst mit Firmino im Sturm, oder was? Ja. Okay. Gut. Ich hab Bock, das wird ein ganz anderes Spiel, mein Freund. Das wird ich ganz glaube auch, ey, ganz Spiel. Ehrlich. Ganz ehrlich, ja, glaube auch. Das wird ein ganz anderes Spiel. Typisch Donny stellt wieder Alberto nur 76 Euro, genau. Weiß gar nicht, was du meinst, Soran, aber du bist ein geiler Typ, ich mag dich. Wir sind Freunde. Übrigens, nächste Woche launcht der Rocket Beans Gaming-Kanal auf YouTube nochmal, dass ich das nochmal erwähne. Okay. Da werden alle Gaming-Items hochgeladen, ja, also auch zukünftig New Game Plus, Retro Club. Genau, und das machen wir für die Community, weil die haben sich auch ein bisschen mehr Übersicht gewünscht und genau, wir wollten das halt dann umsetzen. Nächste Woche startet der Kanal, nur mal ein bisschen Werbung in dieser Minute. Ja, und wir haben gerade gesehen, Martip ist 3 Meter groß. Können wir nochmal, lass mal laufen, wie groß Martip ist, der kommt jetzt gleich ins Bild. Ist das Klavan? Jetzt kommt, warte, und jetzt, oh, no. 3 Meter Martip. Aber das ist eine schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Also, ja, vor allem, die singen ja das beide das gleiche Lied, ne? So. Das Spiel läuft. Auf ein Wort, Hansi. Ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Das war Luck. Ja, war es auch. Das ist nichts mit anderem. Bestätige es absolut. Das sieht mal ganz anders aus, das Spiel ist fertig mit dir. Stark und sich nicht zu schade dafür, nach hinten mitzuarbeiten. Ja, da gibt es wohl keine zwei Meinungen. Oh, riskant. Lalana. Adam. Das sieht vielversprechend aus auf der rechten Seite. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass. Ach ey, aber mit Rück, weil er nicht mit Rücklage so schießt. Warum macht er das so? Stark. Das war stark. Nein, und gleich wieder hergegeben. Versucht das war schwach. Darf nicht Laufpass spielen. Das ist lame. Ich will nicht so spielen. Das war, entschuldige ich mich. Für solche Pässe mag ich nicht. Okay, einfach nach vorne. Was war das? Aber jetzt steht er frei. Lauf doch! Alberto Moreno ist zur Stelle und entschärft die Situation. Und er holt ihn sich zurück. Ja, was bist du denn? Wieso kommt er nicht an? Ja, vielleicht, weil ich einfach 5-mal zu stark geschlagen habe. Und die Flanke von Salah. Schön verteidigt. Komm, oben, oben. Ja, siehst du doch. Oh, muss die Ecke sein? Muss sie sein? Nein. Aber wir müssen uns beeilen, ey. Wir kommen da gleich drin. Ja. Aber das Spiel muss uns zu Ende spielen. Ja, aber ey. Gunnar ist gewohnt, dass ich später anfange. Alles klar. Ich hab so Bock auf den Ober. Jordan Henderson. Uff, falsch. Das war richtig falsch. Es scheint ihm nichts auszumachen, hinten aushelfen zu müssen. Er macht das gerne. Stark vor Mario Götze. Wir den unten. Kompliment auch an den Trainer. Er hat auch seinen Stürmern. Oh nein, das macht er wieder, die Scheiße. Du machst du echt gut, ey. Das machst du echt gut, dieses 1 gegen 1 suchen. Komm an, Reus, du bist geil drauf. Fick ihn weg. Ja, Mann, richtig geil. Klar, Mann. Belohn dich. Gute Aktion des Torwarts. Schlecht verteidigt. Und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Kluger Pass. Er bringt ihn in die Mitte. Wie der sich hochschraubt. Anderes Spiel. Ausgeglichen. Ja, sag ich ja. Paris war zu stark. Das Dribbling und dann die Flanke. Ganz stark. Ganz stark. Mach's nach Hause, komm. Ja, Opa, du bist der geilste Opa. Ein geiler Opa, bist ein geiler Boba.
Boba, 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 ich kann nicht mehr richtig reden. Jetzt hören wir endlich mal wieder mein Lied. Ja, das ist aber auch ein geiler Song. Okay, oder? Da hab ich schon verloren. Okay, gut. Aber ein bisschen lucky, ehrlich gesagt. Ja, nee, er hat schon verloren. Ja, der Pass war ein bisschen lucky, dass er durchkommt, muss ich auch mal sagen. Aber dann aber mit Ruhe abgeschlossen mit R2. Das machen wir mal. Das stimmt. Jetzt mal gucken, wie es ist, wenn du in Rückstand gerätst. Ja. Das kennen wir ja vom FIFA Cup, da war das nicht so gut. Also ich meine jetzt gar nicht hebisch tatsächlich, sondern das ist ja wie gesagt echt Psychologie viel. Ja. Und bei dem FIFA Cup warst du ja sehr unerwartet, sehr früh in Rückstand gegen mich, das weiß ich noch, 2-0 oder so. Womit du natürlich auch nicht gerechnet hast, ich auch nicht. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es noch ganz genau, ich träume davon noch. Da kommt er mit der Hand noch da ran. Kommt da kommt er mit der Hand noch blauen ran. Blauen Pfeil. Gerade schnappe ich aus dem Chat. Da schreibt er, die Grafik ist wie bei FIFA vor 3 Jahren. Das ist tatsächlich, muss ich sagen, Quatsch. Das ist Blödsinn. Wirklich das tatsächlich richtiger Quatsch. Aus. Die Grafik ist teilweise eigentlich besser als bei FIFA. Da sind sich auch einige Experten einig. Und die haben sehr viel gemacht für die Grafik. Also die Grafik ist top. Über die kann man sich meiner Meinung nach eigentlich objektiv nicht wirklich beschweren. Das finde ich auch. Die sieht wirklich gut aus. Die Animationen auch so sind sehr gut gelungen. Ah, dumm! Das war gut. Also das jetzt mal, diesen Kommentar aus dem Chat, nur mal repräsentativ aufgenommen für die Leute, die vielleicht die das Gleiche denken. Dann kann ich sagen, das ist Quatsch. So, jetzt geht's hier weiter. Ich darf nicht so viel reden. Das ist wirklich das Perverseste dabei, noch zu reden. Alberto Moreno. Sucht die Lücke. Abseits, oder? Muss er machen. Starker Ball, hält er drauf. Boah, Toprak, richtig stark. Einfach nach vorne geschlagen. So ein Ball lernt man in der FU. Ich bin nur am Verteidigen halt gerade. Das ist halt ein bisschen scheiße und kann deswegen nur kontern. Das ist eigentlich nicht so mein Spiel. Obwohl, eigentlich schon. Ach, das war dumm. Da musste ich mir vorhin. Ich habe nicht drücken dürfen. Topolus. Toprak. Schmelzer. Mario Götze. Will ihn da durchstecken. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Er hat aber weiße Augen. Schön gemacht. Er fasst sich. Da hätten manche Fans schon die Arme. Oh, dumm. Oh, das. Aber oh, Gott, oh Gott. Mit diesem Keeper. Spiel läuft über die Außen. Abscheid, schwarz als von Marco Reus. Auch ein geiler Spieler, Reus, finde ich. Ja, wenn er nicht verletzt ist. Ja, oh, der ist ja gar nicht so oft verletzt. Der ist nur immer, zu ganz schlechten Zeitpunkten verletzt. Ja. Das ist das Problem. Oh. Immer vor den großen Turnieren, immer vor wichtigen Spielen, dann hat er immer die kleineren oder mittelgroßen Verletzungen. Ja, ist ein halbes Jahr. Das ist ja die dann Tragik. Immer weg. Und das Geile ist halt einfach, der kommt zurück. Na, Ballbesitz bringt mir ja nichts. Kommt zurück. Willst du was machen? Nee. Oh, sorry. Ja, ich bin fein. Er kommt zurück. Und ist dann immer geil. Ja, konzentrier dich mal auf das Gespräch. Das alles klar. Jetzt gut. Oh, das war gut. Ja, ich gepennt. Noch Zeit, 45 Minuten. Wir müssen einerseits geduldig und diszipliniert, andererseits Oh, komm! Das ist ja wohl Wunderparade gewesen. Ja. Die habe ich drin gesehen, Alter. Oh, der macht doch direkt. Was war denn das? Oh, scheiße. Das sieht alles ganz nett aus, aber nach vorne passiert halt überhaupt nichts. Schönes Ding. Boah, ich glaube, wir beide wären echt ein gutes Zweierteam, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich mag dein Spielverständnis. Ich mag das. Man sieht schon, dass du auch hart vom Fußball hast. Hey, mach ich wirklich ernst. Ja. Das sehe ich auch wirklich. Also du machst schon die Wege auch gut zu und so. Gunnar spielt auch gut, aber anders halt so. Ein bisschen mehr arkadiger, finde ich, spielt Gunnar. Du stoppst auch mal und hast so ein bisschen die Übersicht und so. Das finde ich ganz gut. Jordan Henderson. Sowas meine ich, ja. Das muss man Roberto Firmino. Auch mal loben. Da ist die Chance. Jetzt drücke ich das Sprinten. Depp. Das ist genau sowas. Uah, der soll aber sofort passen. Warum nimmt er den so komisch an? Lang und hoch auf die Flanke. Die Tür ist sperrangelweit offen.
Ja, ich muss halt, ich schäme mich fast. Ich muss gerade fast immer so ein bisschen lame spielen, immer nur diesen tödlichen Pass nach vorne, aber ich bin einfach nur am Verteidigen gerade. Hast doch. Und hab dann irgendwie keine andere Wahl. Warum geht er einen Schritt zurück? Er soll nicht einen Schritt. Eieieiei. Sprintet er mit dem Ball nach vorne. Ah, scheiße. Raus auf die linke Bahn. Aber was passiert? Hau weg, das stinkt. Genau so müssen Sie die Sache jetzt angehen. Jetzt müssen Sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Das ist völlig richtig. Das ist Schön abgefällt. Hey, Birki ist aber auch gerade hart. Ah, jetzt sehe ich da gerade, Donny gibt nur Komplimente, wenn der andere, wenn er selber führt. Das stimmt auch nicht. Das stimmt einfach nicht, Leute. Ich habe vorhin auch gegen Mona Tore gelobt, wenn obwohl das irgendwie, oder gegen dich dann 4-0 finde, habe ich auch gelobt. Ich lobe immer, wenn Lob da ist und wenn ich mich darauf konzentrieren kann. Ey, das ist ja, man muss auch natürlich dazu sagen, ich würde mich auch richtig schwer tun, den Gegner zu loben, wenn ich weiß, Alter, ey, ich liege jetzt gerade zurück. Und das ist auch ein bisschen normal, ne? Genau. Also, das ist halt einfach Fußball. Doch, was machst du denn, Lalana? So, ich muss jetzt mal was machen hier. Da ist Platz. Alter, ist da Platz. Ja, da ist zu viel Platz. Ja, den mache ich. Im Lupfen, komm. Nee, oh, aber die Richtung stimmt nicht. Ich muss doch mal einen Lupfen vernetzen, ey. Ja, Glück gehabt, dass du gelupft hast. Sonst wäre das jetzt 2-0. Lässiger Lupfer. Aber wie gesagt, ich bleib dabei. Wir werden ein gutes Zweierteam, bin mir ziemlich sicher. Ah, das war zu viel. Ja, das war zu viel. Genau. Das war zu viel, ja. Ja, wusste ich jetzt nicht, weil der so gedeckt war. Na, komm, ich durch. Hau weg, das Ding. Oh, schlecht. Ja, wenn die Rücklage haben, ey. Ey, der soll sofort schießen. Oh. Nein, ich krieg den Ball. Das ist aber auch. Das ist so ein Ding, das mache ich schon immer schlecht. Ich kann einfach nicht den Ball fucking rausschießen. Ich mache immer so dumme Pässe hinten rum und versuche es irgendwie. Das ist aber auch eine schlechte Angewohnheit. Scheinbar schön in Anführungsstrichen zu lösen. Ja, man will spielerisch lösen immer. Spielerisch lösen, genau. Das kenne ich auch absolut. Das wirst du auch recht, nur richtig schwer los. Weil du willst ja immer den Ball behalten und wenn du weißt, okay, du klopfst ihn jetzt weg, kann es halt passieren. Dass du den Ball wieder verlierst. Das ist ja das Ding, was einen dann so wahnsinnig mal online, wenn man gegen so Lamer, so 16-jährige Kiddies spielt, die irgendwie nur mit Ronaldo spielen, weißt du, die so nur immer die Flanke entlang heizen. Ja. Und man immer denkt so, ja, ich habe wenigstens den Anspruch, ein bisschen Doppelpass zu machen oder mal zu lupfen oder mal irgendwas Cooles zu tun. Philipp Coutinho. Wunderbar nach vorne. Na, komm. Ach, komm jetzt her! Sowieso nichts mehr zurückhaltend zu spielen. Wichtig, das wollte ich nicht, wollte eigentlich den unten. Die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Okay. Come on jetzt. Philipp. Philipp Coutinho. Versucht den Pass da. Alter, ich kann den Ehrgeiz fast schon spüren in der Luft gerade von dir, Marco. Du willst unbedingt gerade. Ja, klar. Richtig geil. Egal, wie groß jetzt in der Defensive sah anders aus. Ah, da muss gelesen. Gelesen wie ein Buch, sag ich mal. Wie ein alten Schmöker. Oh. Oh, jetzt habe ich nur noch umgeguckt. Ich, Seppo. Seppo. Shinji Kagawa. Ui, 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 ui. Er hat ihn einfach stehen lassen. Sucht seinen Mitspieler. Roberto Firmino. Nein, nicht so. Oh, nicht so. Ich hätte mich so aufgeregt. Gute Position. Der Mohamed schraubt sich hoch. Schade. Ja, nur noch ein paar Minuten, Freunde. Denkt dran, wir müssen reden gleich im Anschluss mit Lisa und Gunnar und Chris. Und ich denke mal... Lebensplanung. Lebensplanung, genau. Es wird auf jeden Fall gut, glaube ich. Ich gucke mir das an. Ja, definitiv. So. Es sei denn, wir haben Verlängerung eingestellt. Nee, ich glaube, komm, kommt nicht. Gönnen Sie dir. Gönnen Sie dir einfach. Marco Vanaschen, ja. Ja. So, schön. Sehr ausgeglichenes Spiel, finde ich. Wird wahrscheinlich die Statistik auch so sehen. Guck mal, Start einmal. Ja. Mal gucken können. Das würde ich mal ganz kurz mal angucken wollen.
Mehr Ballbesitz bei dir, Schüsse, Pässe, du hast 116 Pässe gespielt, ist auch echt viel für Pruivo. Ja, das war's, liebe Freunde. Ein für mich auf jeden Fall Abend der fucking Achterbahn, ey. Mich hat das so genervt, gegen dich zu verlieren, dieses 5-0 war es am Ende. Oh, Leute, das werde ich mir mein Leben lang anhören müssen. Nee, nee, nee. Du hast ja jetzt gewonnen. Nee, nee. Rein vom Torverhältnis, okay, aber... Ja, nee, ist klar. Wenn ich den Marco ja eh schon hier habe, mein Lieblings-Marco, mein Westen-Marco, der ist ja heute nicht am Start, sondern wann kommt die Weste? Morgen Abend. Liebe Freunde, morgen Abend gibt es Folge 5, Flonny versus Marco. Und zwar zur Primetime. Wir spielen morgen Abend, Freitagabend. Ihr habt richtig gehört, wir reden von einem Freitagabend nach Game 2. Krass. Da, wo normalerweise Pen and Paper ist. Oh, da, stimmt. Wo normalerweise, nächste Woche, ich weiß nicht, die großen Events sind, die große Bühne. Da spielen wir Age of Empires 2 in einem großen Live-Event. Wir haben über 2 Stunden Zeit. Wir werden verschiedene Modi durchspielen. Wir werden es, wir sagen noch, es ist eine große Überraschung, was wir da alles machen werden. Ich freue mich auch mega drauf und ich habe sehr viel trainiert die Woche. Ich habe sogar diese Woche gegen 2 aus der Community trainiert. Ne? Ich habe, habe ich schon gehört und ich habe auch viel trainiert. Gehört? Aber wir nehmen gerade zu viel Sendezeit. Ja, komm. Wir müssen reden, Leute. Bleibt dran. Schaut morgen auf jeden Fall auch generell Rocket Beans und natürlich auch Age of Empires Flonny versus Marco. Und jetzt geht's zu Wir müssen reden. Lisa, Gunnar, Chris, viele Grüße, viel Spaß, haut rein, bleibt geil, tschüss.